einen Freien haben wir noch, das ist gut zu wissen. Da ist auch noch eine. Zwei. Sehr gut. Na, das geht doch auf. Wunderbar. Herzlich willkommen in Unterkrumbach, hier in unserer Fertigungshalle. Das mit der Fertigungshalle betone ich nur deshalb, weil wir schon öfter gefragt wurden, wo wir denn eigentlich die Möbel bauen. Und so ein bisschen klang da China mit. Und deswegen der Hinweis, heute um 12 wurde hier noch gearbeitet. Dann wurde bis 3, 4 so alles ausgeräumt und dann ein bisschen Technik aufgebaut. Ja, und am Montag machen wir das Gleiche wieder andersrum. Und wir bauen hier tatsächlich die Möbel. Und Sie können sich morgen und auch am Sonntag auch persönlich davon überzeugen, denn da sind auch Mitarbeiter von uns dann da. Also wir sind natürlich auch da, wir sind oben in der Ausstellung, aber hier unten arbeiten auch unsere Mitarbeiter, um zu zeigen, weil viele Männer wollen unbedingt eine CNC-Maschine mal laufen sehen und das ist alles morgen und am Sonntag möglich. Morgen Abend kommt dann der Steffen Radlmeier, das kennen Sie, das ist der Feuilletonchef von den Nürnberger Nachrichten, der aus seinem ebenfalls sehr spannenden Buch die Billy Joel-Story liest. Billy Joels Vater ist in Nürnberg aufgewachsen, sein Großvater, Billy Joels Großvater, also der Vater vom Vater, der hatte ein Versandhaus gegründet, das dann, nachdem das Juden waren, ging das dann an die Familie Neckermann weiter und war praktisch die Basis des Neckermann-Imperiums. Und er verfolgt die Geschichte weiter, eben bis in die Gegenwart. Das war deswegen sehr spannend und wir haben deswegen das auch zu uns geholt, weil der Steffen Radlmeier 1994 gehört hat, dass Billy Joel nach Nürnberg kommt und da bereits ein Gerücht existierte, dass Billy Joel aus Franken kommt. Aber es war nicht mehr als ein Gerücht. Und es war beim Konzert nur für Amerikaner, also für die GIs. Aber eine Freundin von ihm, er konnte mit dem Ausweis von ihrem Mann rein und er hat gehört, wie er auf der Bühne gesagt hat, dass sein Vater aus Nürnberg kommt. Und das hat dann Nürnberg eben neugierig gemacht. Es gab in einem Lexikon, im Rocklexikon gab es eben die Angabe, dass Billy Joels Geschichte in Schwaben begann. Aber die haben den falschen Namen gehabt. Also es waren einfach zwei Dorfnamen verwechselt und tatsächlich ist es eben Franken. Das hat dann eben Steffen Radlmeier verfolgt, ist in der Zwischenzeit befreundet mit Billy Joel und erzählt in seinem Buch die Billy Joel Story, die ganze Geschichte vom Großvater bis zum Billy Joel heute. Und das Schönste daran, auch das Schönste des morgigen Abends, wird dann die Musik sein. Das ist nämlich John Marshall, ein begnadeter Musiker, ein begnadeter Sänger und genauso auch der Werner Canzora. Der ist Pianist und das ist der einzige Pianist, wo mir eine Dame von den Symphonikern gesagt hat, hat mich zusammen mit den Symphonikern gespielt, dass es der erste Pianist war, der nicht klassische Ausbildung hat und es trotzdem toll war, mit ihm zusammenzuspielen. Also morgen Abend, die Musik wird sicher toll, wenn Sie kein Attest für Ihre Entschuldigung haben. Wenn Sie eins haben, dann dürfen Sie nicht kommen, aber dann müssen Sie andere Leute noch davon überzeugen zu kommen. Wir sind nämlich morgen Abend noch nicht ganz voll, noch nicht so voll wie heute. Wenn Sie sich wundern, dass hier überall Fahrräder rumstehen, das hängt damit zusammen, dass die Veranstaltung morgen von Manfred Müller unterstützt wird, Radsport Müller, und deswegen stehen die Fahrräder da. Die unten stehen, kann man sogar auch mal Probe fahren. Also haben wir heute Mittag schon gemacht, alle Mitarbeiter sind ja um die Halle gekreist, weil es so tolle Radeln war, war richtig toll. So, an dieser Stelle wollte ich jetzt unseren Referenten und seine Frau begrüßen. Das gelingt mir doch nicht so ganz, aber gleich, denn wir sind in Handykontakt und 7:30 war zugesichert, deswegen rede ich so lang. Und deswegen glaube ich, dass er jeden Moment hier reinkommen wird. Am 20. Februar 2013 hatte ich den ersten Kontakt mit Christian Nürnberger, und zwar via Facebook. Im April hat man dann die erste Diskussion über die Vorteile von Holz aus der Region und getroffen haben wir uns dann das erste Mal auf der Gewerbeschau in Hersbruck. Das war eben auch 2013 mitten in seinem Wahlkampf, deswegen war auch die Zeit alles sehr begrenzt. Wir konnten ein paar Fotos mit Kochlöffeln machen und uns so ganz kurz unterhalten, aber er war natürlich im Wahlkampf und wir waren auf der Gewerbeschau, was natürlich auch ein bisschen Zeit beansprucht, deswegen haben wir dann gehofft, dass er im Juni kommen kann, denn da war Dennis Scheck bei uns. Es sind übrigens befreundet, die Familie Scheck und die Familie Nürnberger, also sind immer noch
Sie wissen schon, wie ich es meine. Die beiden Pärchen sind befreundet und wir sind seitdem in regen Austausch, nicht nur über die schwierigen Themen, die Sie schon aus dem Buch kennen, sondern durchaus auch über die humorvollen Dinge, die sich dann in diesen Zusammenhängen ergeben. Im Februar diesen Jahres habe ich dann den ersten digitalen Auszug von ihm bekommen. Also via E-Mail war einfach die erste PDF-Datei über die Kapitel, hauptsächlich die Kapitel, die sich mit der Hersburger Alb beschäftigen. Und daraufhin habe ich dann sofort mit ihm aus den Termin, den heutigen Termin auch gleich geklärt und festgezurrt und habe aber trotzdem gebeten, ich möchte das Buch noch bekommen. Und es war dann für mich eigentlich, das Buch habe ich dann ein paar Wochen später in den Händen gehabt und an einem Sonntag von 9 Uhr früh bis 10 Uhr abends auf einmal durchgelesen und dann auch gleich gepostet. Und übrigens, Christian Nürnberger kommt zu uns. Und dann hat er natürlich in der Mail geschrieben, das ist schön, dass ich das auch mal erfahre. Und dann ist mir erst wieder eingefallen, dass er ja das nur vorläufig ausgemacht war und nicht so richtig fest. Aber es er hat sich ja gefreut, dass er in seine Heimat, die übrigens in Schönberg liegt, da zurückkommen kann, um hier zu lesen, wo natürlich auch wir das Glück haben, dass viele Protagonisten dieses Buchs hier heute anwesend sind. Da ist es natürlich was ganz Besonderes, dann aus diesem Buch auch zu lesen. Furchtbar praktisch ist an diesem Buch das alphabetische Register. Das heißt also, ganz hinten steht da Register und da ist ein Personenverzeichnis. Und jetzt ist natürlich klasse, weil da kann man jetzt zu jedem Namen sind dann Zahlen hinten dran, also die Seiten nummeriert, wo man den Namen findet. Und es ist natürlich logisch, dass sich daraus gleich ein Ranking entwickelt. Ja, also bei welchen Namen stehen wie viele Zahlen? Und da ist natürlich Hans Kliszewski ganz vorne dran, das heißt, unser Käsemacher und Landwirt ist da natürlich ganz vorne dran. Aber wenn man das Ganze etwas genauer betrachtet, dann kann man natürlich auch sagen, naja, eigentlich sind ja die Wichtigsten, die meisten Zahlen haben, sondern die im Dankesgrußwort am Ende des Buches an erster Stelle stehen. Und das ist jetzt wiederum Rainer Wölfel und der ist da vorne mit dran. Also deswegen haben wir schon zwei Währungen in dem Ganzen. Und jetzt kommt meine persönliche noch dazu. Ich würde nämlich sagen, dass Familie Eberhardt, die das heutige Essen gemacht hat, schon allein aus der Tatsache, dass es jemand ist, der was zu essen mitbringt, dann sind die für mich vorne dran. Und man könnte natürlich auch die Buchhandlung nehmen und ein bisschen die Möbelmacher, dass die heute alle hier zusammen sitzen. Das freut mich nämlich wahnsinnig. Wie es der Tradition der Werkstatttage entspricht, die wir 1998 hier mit dem Kollegium Musicum und Susanne Pflaumer und auch dem Anselm Stieber hier gegründet haben. Anselm Stieber war der, der damals die Idee hatte und der ungefähr an der Stelle, wo er jetzt sitzt, ziemlich genau an dieser Stelle mit seiner Geige stand und Ohren groß aufgemacht hat und sagt, die Halle klingt klasse. Also ich habe halt eine Geige gehört und habe gedacht, gut, Geige, gut, wenn es gut klingt. Und so ist eben 1998 nach diesem Klangtest sozusagen sind die Werkstatttage hier entstanden. Und es war von Anfang an der Gedanke, dass wir ja etwas mehr machen als die normale Veranstaltung. Das heißt, Anselm hatte damals schon die Idee, dass die Symphonik, also das Collegium Musicum, Holzfällerhemden, hast du gesagt, ne? In Holzfällerhemden spielen sollen, um mal diesen Werkstattcharakter reinzubringen. Da hat er dann bei Susanne Pflaumer auf Granit gebissen. Das war nicht drin. Aber trotzdem hat sich auch beim Collegium Musicum dann daraus ergeben, dass sie einfach viel mehr erzählt haben. Das heißt, sie haben vor dem Konzert, zwischen dem Konzert, einfach von den Komponisten, da hatten zum Teil die Instrumente da auseinandergenommen, Instrumentenbauer, dass man einfach viel mehr erfahren kann, hoffen wir, bei den Werkstatttagen als bei konventionellen Veranstaltungen. Morgen auch bei Billy Joel hoffen wir auch, dass das ein bisschen mehr noch wird und dass man vor allem die Musiker noch ein bisschen dazu bringen, länger zu spielen, als sie das normalerweise tun. Auch wenn die GEMA dann teurer wird, das wird nämlich nach Minuten abgerechnet, habe ich erfahren. Aber das schaffen wir. Wir müssen angeben, weil das ja Lesung und Konzert ist getrennt und GEMA-Gebühren zahlen wir ja nur fürs Konzert und deswegen müssen wir praktisch genau messen, wie lange die
Musik spielt und danach werden dann die GEMA-Gebühren berechnet. Nein, es ist toll, dass es jemand gibt, der sich darum kümmert, dass die Künstler Geld bekommen. Die GEMA ist nur da nicht besonders prädestiniert, dass besonders gerecht zu verteilen ist. Deswegen gibt es die C3S-Initiative. Wenn sich jemand mit Musik zu tun hat, da sind wir auch Genossenschaftler bei der C3S. Bin ich abgeschwiffen. Wegen dieser Werkstattatmosphäre haben wir natürlich, und weil es manchmal ein bisschen länger dauert, also nicht nur der Abend länger dauert, sondern auch bis die Referenten kommen etwas länger dauert, haben wir auch genug zu essen und trinken dabei. Natürlich Heimat auf dem Teller, wie ich schon erwähnt habe, von Grünen Baum Kühnhofen, aber auch den Bio-Wein und Sekko von Manfred Rothe und die anderen Getränke von der Lambsbräu. Das ist auch so eine schöne Vertrauenstradition bei den Werkstatttagen, dass man einfach sagen, bitte legen Sie das Geld einfach da rein. Wir fänden es toll, wenn Sie nicht mehr Wechselgeld rausnehmen, als Sie reinlegen. Aber unsere Preisvorschläge haben wir da ja notiert. Ja, natürlich können Sie gerne in der Pause und auch danach, auch durch die Werkstatt da hinten rum, gerne mal schauen und oben in der Ausstellung schlendern, denn sofern er kommt, wird die Signierung der Bücher machen wir dann oben in der Ausstellung. Dann bitte die Stühle aus der Ausstellung wieder mit hochnehmen, weil die brauchen dann wieder oben. Dann können wir wieder Reise nach Jerusalem machen. Wenn oben die Bücher signiert werden, ist es übrigens auch die Zeit, wo Sie Ihre Handys wieder anschalten können, bitte. Tja, und jetzt eröffne ich schon mal an dieser Stelle feierlich die 17. Untergrumbacher Werkstatttage und gebe weiter an den Martin. Ich bedanke mich fürs Kommen. Ich probiere es mal mit dem Mikrofon. Auf unserer Seite, der Buch haben wir gelöscht. Herzlich willkommen zum heutigen Abend, zur Lesung mit Christian Nürnberger aus seinem neuen Buch Die verkaufte Demokratie. Christian Nürnberger war im Vorfeld seines Bundestagswahlkampfes in Hersbruck im Stadthaus. Damals hat die SPD Hersbruck ihn eingeladen und er hat dann abendlang seine Gedanken und Ideen vorgestellt, die dann schließlich und endlich auch zu dem Buch geführt haben. Und das fand ich schon mal sehr interessant. Er beschreibt die Entwicklung der letzten Jahre, vor allem in der Zeit seit 2008, seit dem Losgehen der Wirtschaftskrise, die dazu geführt hat, dass die Politik immer mehr zu Getriebenen wurden, statt zu Agierenden. Das beschreibt er auch sehr schön in diesem Buch. Und für mich war jetzt eben auch nochmal der Grund, hier dran teilzunehmen. Erstens mal natürlich, weil uns der Herwig eingeladen hat und weil wir hier schon seit 20 Jahren zusammen Veranstaltungen machen. Aber auch im Frühjahr, als ich begann, mich mit dem Thema TTIP auseinanderzusetzen, für mich nochmal so der unverhohlenste Versuch, die der Großindustrie, wenn ich es mal so pauschal formulieren darf, sich die Dinge unter den Nagel zu reißen. Die HZ hat hierzu auch, das muss ich sagen, eine ganz tolle Serie gemacht, eine journalistische Glanztat. Und vor allem, es gibt so viele Bücher gegen TTIP. Sie hat aber auch beschrieben, was sie Leute zu Wort kommen lassen, die das befürworten. Und es ist uns ja eigentlich immer am liebsten, wenn jeder seine Meinung sagen kann. Ich sage auch meine Meinung dazu. Ich finde das, um nochmal das Zitat zu verwenden, unverhohlener Versuch, unsere Gesellschaft in eine Wirtschaftsdemokratur zu verwandeln. Man sieht auch, dass kulturelle Inhalte bei der ganzen Sache oft keine Rolle mehr spielen.
Stichwort Griechenland. Umso mehr hat es mich auch gefreut, dass ihr in dem Buch Stefan Zweig zitiert. Stefan Zweig, einer aus der Welt gefallener, der sozusagen am Ende heimatlos, aber auch mit vollem Vertrauensverlust gescheitert ist. Und der zweite Punkt als Ansatz in dem Buch finde ich auch sehr schön, dass eine Reise um das Mittelmeer geplant ist, beziehungsweise wie man das bewerkstelligen kann, was geschehen muss, damit es eines Tages friedlich geschehen kann. Und das ist auch in der Tradition von einigen Historikern wie Fernand Braudel oder auch David Aboulafia, für die das Mittelmeer eigentlich das Zentrum Europas ist und nicht das trennende Meer, das uns vor den Flüchtlingen schützt. Also auch hier mal ein neuer Ansatz. Und ich habe neulich mal wieder Fontane gelesen, Stechlin, und da stand so ein schöner Satz drin, den der alte Stechlin zu seinem Sohn sagt: Es ist dumm, ohne Hoffnung zu leben, wofür hat man sie schließlich? Ja, und das ist diese Hoffnung, die ist hier in diesem Buch mit praktischen Wegbeschreibungen untermauert, Möglichkeiten, wie wir diesem Pessimismus entgehen können und was wir alles selber dafür tun können, und eben auch die Beispiele, die er hier aus unserer Region bringt. Herwig hat vorhin schon gesagt, um wen es hauptsächlich sich handelt, fand ich sehr, sehr positiv. Also nicht nur sagen, was schlecht ist, sondern auch, was getan werden kann. Und also das Buch ist so vielschichtig, man kann das so in der Einführung gar nicht so erklären. Es ist einfach eine gute und sehr detaillierte, spannend erzählte Gesamtdarstellung unserer momentanen Erlebniswelt. Ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind, und den Geräuschen im Hintergrund zu beurteilen, glaube ich, sind inzwischen auch schon alle da, die da sein sollten. Also dann übergeben wir uns. Manche sind noch eingeschweißt. Das habe ich nämlich auch vergessen im Stress. Hast du es gelesen? Gelesen? Ja, schon länger her. Ja, also erst muss ich leider jetzt trinken und dann können wir anfangen. Danke. So. Ja. Können Sie mich verstehen jetzt so? Ja. Das hinten okay? Hinten auch okay. Alle hören mich? Sehr gut. Ich danke Ihnen, dass Sie so viel Geduld gehabt haben und dass Sie alle der Einladung zu diesem Hersbrucker Heimatabend gefolgt sind. Ich danke vor allem Herwig Danzer, dass Sie mir die Gelegenheit gibt, meiner Frau die Helden der Hersbrucker Alb vorzustellen.
Ich sehe Sie gar nicht. Sind die nicht alle da? Ah, ja, gut, okay. Also, als da sind die Familie Kliszewski. Wo ist sie? Muss meine Brille aufsetzen. Kliszewski, sind die da? Wo? Ganz hinten. Ah. Die Familie Kliszewski, die der ganzen Welt beweisen, dass man mit 24 Kühen eine Mehrgenerationenfamilie ernähren kann. Obwohl die sogenannten Experten immer behaupten, das ginge nicht. Die Kliszewskis aus Hartenstein und viele andere Ökobauern beweisen der Welt, dass eine andere Landwirtschaft möglich ist und diese sogar ökonomischer ist als die konventionelle. Aber das eigentlich Tolle an den Kliszewskis ist, dass sie ihre Kühe nicht als Milchmaschinen betrachten, in die man vorne künstlich hergestellten Kraft- und Hormonstoff hineinschiebt und unten die Milch raussaugt, sondern in ihren Kühen lebendige Wesen erkennen, die eine Seele haben und eine eigene Würde. Und so behandeln sie diese Tiere auch. Wir werden später dann in der Lesung auch noch davon hören. Und dafür, für diese gute Behandlung, liefern sie den Bauern und uns ein wertvolles Lebensmittel, das durch die unkonventionelle Art, wie es erzeugt wird, ihm, den Bauern und uns eine lebenswerte Existenz ermöglicht. Und dieser Wert ist etwas, den man nicht in Euro umrechnen kann, denn nur Waren haben einen Preis. Den Preis aber, der dem Leben und der Arbeit erst einen Sinn gibt, den vermag kein Ökonom zu errechnen. Ich danke weiterhin Rainer Wölfel. Wo ist er? Ah. Der es ebenfalls mit den Kühen hat, wenn auch wieder auf andere Weise. Er ermöglicht seinen Kühen jedes Jahr aufs Neue eine Sommerfrische auf dem Hutanger, wo sie Kräuter und Gras fressen dürfen, die aus einem Boden wachsen, der noch nie ein Kunstdüngerkorn oder eine Giftspritze erlebt hat. Und während die Kühe so fressen und weiden und vor sich hinleben, pflegen und gestalten sie nebenher die Landschaft und geben unserer Heimat ihr unverwechselbares Gesicht. Und weil Rainer Wölfel viel über den Begriff nachgedacht hat, über Heimat, auch zusammen mit anderen, zum Beispiel mit Hans-Peter Eberhardt, wo ist er? Ah, und seiner Frau Anita, meinen derzeitigen Wirtsleuten und Herbergseltern, haben sie das Konzept Heimat auf dem Teller erfunden, das besagt, auf den Tellern der hiesigen Gastronomie soll das liegen, was hier wächst und gedeiht. Also kaufen Sie Fleisch und Gemüse aus der Region, Fische aus der Pegnitz und aus hiesigen Weihern, Käse von den Kliszewskis, Wein aus Franken, Bier, weiß ich jetzt gar nicht, was für Bier gibt es bei euch? Neumarkt. Das ist genehmigt, jawohl. Aber damit ist der Grundgedanke noch nicht zu Ende, sondern das ist erst der Anfang. Er geht weiter mit dem Gedanken Heimat unterm Teller. Der Tisch, auf dem der Teller im Restaurant der Eberhards liegt, ist aus einem Holz gemacht, das in der Region gewachsen ist. Und gemacht haben diesen Tisch die Möbelmacher hier. Und auch das Bett, in dem ich heute schlafen werde, in dem meine Frau und ich schlafen werden, haben die Möbelmacher gemacht. Ich freue mich schon darauf. Und überhaupt das ganze Mobiliar des ganzen Hotels kommt aus Untergrumbach und das Holz aus der Region. Und so, indem sich verschiedene Wirtschaftszweige miteinander verzahnen, die Holzwirtschaft, das Schreinerhandwerk, die Gastronomie, die Landwirtschaft, die Metzgereien, die Bäckereien und so weiter, entsteht allmählich eine integrierte Regionalwirtschaft der kurzen Wege, die, wenn wir sie bundesweit hätten, dazu geführt hätten, dass die Autobahnen nur halb so leer sind und die Autoren schneller zu ihren Lesern kommen. Es entsteht eine integrierte Regionalwirtschaft der kurzen Wege, der umweltfreundlichen Produktion, der artgerechten Tierhaltung und die ganze Wertschöpfung bleibt in der Region. Wenn dann noch der Strom nicht mehr von einem Energiemulti kommt, sondern in der Region erzeugt wird, wenn die Leute wieder in die Buchläden gehen, statt bei Amazon zu bestellen, wenn die Facebook-Nutzung zugunsten der Pflege wirklicher Freundschaften und durch die Wiederbelebung des Stammtischs im Wirtshaus ersetzt wird
Und wenn die Menschen überhaupt wieder mehr miteinander reden und leben und arbeiten, kommt es zu einer Verbesserung der Lebensqualität in der ganzen Region. Und erst dadurch wird die Gegend, in der man lebt, jene Art von Heimat, in der man sich gut aufgehoben fühlt, in der man wirklich daheim ist, die einem gehört und in der jeder weiß, mir und meinen Kindern kann es auf Dauer nur dann wirklich gut gehen, wenn es auch den anderen und deren Kindern gut geht. Und das ist das Problem. Das Bewusstsein für diese Zusammenhänge schwindet seit vielen Jahren. Schon unsere Kinder werden in der Schule, teilweise sogar im Kindergarten, auf Konkurrenz und Wettbewerbsfähigkeit getrimmt, statt auf Kooperation und Verantwortungsbewusstsein fürs Ganze. Sie wachsen auf in einer Marktgesellschaft, in der persönliche Beziehungen bis ins Private hinein marktförmig gestaltet und auf Marktbeziehungen reduziert werden. Und wenn dieser Entwicklung nicht bald Einhalt geboten wird, werden unsere Kinder eine schlechtere Zukunft haben, als meine Generation sie gehabt hat. Und davon handelt dieses Buch, um das es heute Abend geht. Im ersten Teil erzähle ich, was mich seit mehr als einem Vierteljahrhundert umtreibt. Es ist die wachsende und für mich erschreckende Kluft zwischen einer Zukunft, die sich meine Kinder erträumen, und der Zukunft, die wahrscheinlich kommen wird. Meine Kinder haben vor vielen Jahren mal beiläufig erwähnt, dass sie erwarten, eines Tages mit dem Auto oder dem Rad oder zu Fuß oder mit dem Zug ums ganze Mittelmeer herum zu reisen und dass sie dabei durch eine einzige Zone des Friedens und des Wohlstands kommen, in der Menschen unterschiedlichster Kulturen und Religionen freundlich und friedlich miteinander leben und arbeiten. Sie träumen also von einer Heimat, die vom Nordkap bis Kairo reicht, von Anatolien bis zum Felsen von Gibraltar und darüber hinaus bis zu den Kanaren und zur Westküste Irlands. Ein kurzer Blick auf die Gegenwart in diesem geografischen Raum lehrt uns, wie weit wir von solch einer schönen Zukunft entfernt sind und wie wir uns seit Jahren immer noch weiter davon entfernen. Aber warum eigentlich? Warum ist das so? Und eben davon handelt der erste Teil des Buches. Und weil ich den heute Abend nicht vorlesen kann, habe ich ihn für Sie zusammengefasst. Und ich trage zuerst mal diese Zusammenfassung vor. Danach kommt dann der Teil, in dem steht, dass und warum eine Lösung der Probleme in Hersbruck liegt und warum wir so froh sein müssen, dass wir uns hier unsere Helden haben. Diese Zusammenfassung habe ich die Überschrift gegeben, von der Wertegemeinschaft zur Wertpapiergesellschaft. Im Jahr 1989, als in Berlin die Mauer fiel, endete ein großes Experiment und es begann ein neues. Der sozialistische Menschenversuch war gescheitert, es startete der kapitalistische. Und seitdem können wir ihm beim Scheitern zusehen. Schon ab Mitte der 90er Jahre sah man ein zentrales kapitalistisches Dogma kippen. Den Glauben, man müsse nur den Staat aus allem heraushalten und stattdessen die egoistischen Privatinteressen sich auf dem Markt austoben lassen, dann werde sich alles wie von selbst zum Besten fügen. Im Vertrauen auf diese sogenannten Selbstheilungskräfte des Marktes behaupteten damals Bundeskanzler Helmut Kohl und sein Finanzminister Theo Weigel, beraten von Koryphäen der Wirtschaft, die Kosten der deutschen Einheit aus der Portokasse bezahlen zu können, weil ein sich selbst tragender Aufschwung in den neuen Bundesländern innerhalb kürzester Zeit blühende Landschaften hervorbringen werde. Aber dann ging dem Staat auf geheimnisvolle Weise das Geld aus und Weigel erfand den Solidaritätszuschlag. Mit dem füllen die Bundesbürger Weigels Portokasse bis zum heutigen Tag und, wie es aussieht, für immer. Ab 1993 folgten Erhöhungen der Mehrwert-, Mineralöl-, Versicherungs-, Tabak- und Erdgassteuer, auch die Sozialabgaben stiegen, die Leistungen dagegen im Gesundheitswesen, bei den Renten, im Sozialbereich sanken. Und wo die blühenden Landschaften entstehen sollten, blühte die Arbeitslosigkeit und spross Unkraut aus verfallenden Bauruinen und subventionierten Steuersparmodellen.
Ich hatte ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass gerade ein paar wichtige Spielregeln geändert worden waren. Und es war ein eher ephemeres Phänomen, durch das ich darauf aufmerksam wurde. Es hatte mit dem Wirtschaftsmagazin Kapital zu tun, bei dem ich während der 80er Jahre als Redakteur gearbeitet hatte. In jener Zeit veröffentlichten wir einmal pro Jahr im Heft eine Liste der größten Steuerzahler der Nation. Die ersten Plätze machten regelmäßig so Unternehmen wie Daimler, Siemens und Deutsche Bank unter sich aus. Und das aus heutiger Sicht Erstaunliche daran ist, die Manager dieser Unternehmen waren damals stolz auf diese Tabellenführerschaft. Und ebenso erstaunlich aus heutiger Sicht, sie waren damals zufrieden mit ihrem Gehalt, das ungefähr das 20-fache eines durchschnittlichen Arbeitnehmergehalts betrug. Aber ungefähr ab Mitte der 90er Jahre hatte Kapital aufgehört, die Liste der größten Steuerzahler der Nation zu drucken. Stattdessen veröffentlichte ein neues Konkurrenzmagazin, die deutsche Lizenzausgabe des US-Magazins Forbes, andere Tabellen, und zwar Tabellen mit den reichsten Leuten der Welt. Mit diesen Krösussen, die vor allem in den USA beheimatet waren, verglichen sich jetzt die reichsten deutschen Unternehmer und kamen sich ärmlich vor. Auch deren Angestellte, die Manager, lasen die Tabellen und waren plötzlich nicht mehr zufrieden mit ihren Gehältern. Ihr Stolz auf die Steuergelder, mit denen die Unternehmen dem Staat die Kasse füllten, verlor sich und sie entwickelten den Ehrgeiz, die Steuerlast ihrer Unternehmen und ihre eigene private so weit wie möglich zu drücken. Damals begann in großem Stil jene Steuerhinterzieherei, von der wir heute durch den staatlichen Ankauf von Steuer-CDs erfahren. Und damals begann der Wettbewerb um die besten Investitionsbedingungen. Senkt eure Gewerbe- und Unternehmenssteuern und wir kommen und schaffen Arbeitsplätze, flüsterten Investoren und Manager den Bürgermeistern, Landräten und Ministerpräsidenten ins Ohr und die gehorchten. Ein Prototyp der neuen Mentalität war der damalige Daimler-Chef Jürgen Schremp. Bei einer Berlin-Exkursion mit Haushaltsexperten des Deutschen Bundestags im Jahr 1996, also noch zu Zeiten der schwarz-gelben Regierung Kohl, trumpfte er gegenüber den Abgeordneten bei einem Abendessen auf: Von uns kriegt ihr nichts mehr. Bis zur Jahrtausendwende werde sein Unternehmen in Deutschland keinen Pfennig Ertragssteuern zahlen. Der Spiegel schrieb darüber: Peinlich berührt schauten die Abgeordneten auf ihre Teller, denn am Tag zuvor war das Bonner Sparpaket verkündet worden, das Rentnern, Kranken und Arbeitslosen neue Lasten aufbürdet. Und daran hat sich nichts geändert, als Gerhard Schröder Bundeskanzler und Joschka Fischer Außenminister wurden. Im Gegenteil. Sie forcierten diese Steuerpolitik zugunsten der Reichen und der Unternehmen. Es gab eine Steuerbefreiung für Gewinne aus der Veräußerung von Unternehmensanteilen. Rund 24 Milliarden Euro betrug der Wert dieses Geschenks für die Unternehmen. Der Spitzensteuersatz lag während der letzten Jahre der Regierung Kohl bei 53%. Rot-Grün senkte ihn auf 43%. Und trotzdem wurden jedes Jahr Milliarden und Abermilliarden am Finanzamt vorbei in die Steueroasen dieser Welt verschoben. Entlastung der Starken, Belastung der Schwachen, dabei blieb es nicht. Der Daimler-Chef Schremp setzte in jenen Jahren ein neues betriebswirtschaftliches Konzept durch namens Shareholder Value, was aber auch nur ein anderes Wort ist für »Von uns kriegt ihr nichts mehr«. Mit ihr waren nicht nur die Politiker, der Staat und die Kommunen gemeint, sondern auch die Arbeitnehmer. Ab jetzt habe das Management allein dem Eigentümerinteresse zu dienen. Und so geschah es. Vorher war es anders. Vorher war in unserem Land Konsens, dass vom Erwirtschafteten alle profitieren sollen. Die Arbeitnehmer durch steigende Löhne, Unternehmer durch mäßige, aber stetige Gewinne, der Staat durch Steuereinnahmen und diejenigen, die arbeitsunfähig sind oder nicht mehr dazugehören, durch Renten oder durch Zuschüsse aus dem Sozialetat. Dieser Konsens wurde damals aufgekündigt. Unternehmen waren jetzt keine sozialen Gebilde mehr, an die Menschenschicksale geknüpft sind. Unternehmen waren nicht mehr Institutionen, die ihre Verantwortung für die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und ihr soziales Umfeld erkannten und wahrnahmen, sondern sie mutierten zu anonymen Geldverdienmaschinen im Besitz anonymer Aktionäre,
die damit verfahren durften, wie mit einer Totensache. Diese konnte verkauft, zerlegt, zerschlagen und von Arbeitskräften freigesetzt werden, wenn nur die Rendite danach wieder stimmte. Diejenigen, die schon immer gesagt hatten, dass Marktwirtschaft gut und Planwirtschaft böse ist, fühlten sich als Sieger und schlussfolgerten, da sich nun erwiesen hat, dass der Markt gut ist, werde dann nicht mehr Markt noch besser? Also forderten sie mehr Markt und weniger Staat. Und als sie ihren Willen bekommen hatten, wollten sie noch mehr Markt und noch weniger Staat. Und das wurde überall in Europa gemacht. Überall wurde nun verschlankt, dereguliert und privatisiert. Und die neue Weltlage schien das zu erzwingen. Die Mauer war weg, der Kommunismus weg, die nationalen Grenzen, zumindest fürs Kapital, waren weg, das Internet war da und 1 Milliarde Chinesen plus 1 Milliarde Inder plus Lateinamerikaner, Russen, Osteuropäer, Türken, insgesamt 3 Milliarden neue Konkurrenten für die alten Industriegesellschaften Westeuropas. Und diese neue Realität entmachtete die Arbeitnehmerseite und verschaffte der Kapitalseite fast diktatorische Möglichkeiten. Der Besitzer von Kapital war nun in der Lage, dem Arbeitnehmer die Pistole auf die Brust zu setzen und wie ein Erpresser zu sagen: Du, wahre Arbeitskraft, bist mir zu teuer geworden. Mach dich also billiger, wenn ich dich weiterhin kaufen soll. Und sei bitte auch ein bisschen flexibler und mobiler. Wenn du für mich noch interessant sein willst, dann musst du bereit sein, wenn ich dich rufe, auch am Wochenende, in der Nacht und im Urlaub, auch an anderen Orten, weit weg von deiner Familie. Und wenn ich dich nicht mehr brauche, sollst du dich nicht beklagen, sondern warten, bis ich wieder rufe. Und noch etwas, es hat keinen Sinn, sich dagegen zu wehren. Waren wie dich finde ich überall auf der Welt. Arbeit ist auf der Welt billig wie Dreck. Die Politiker bekamen zu hören, andernorts nimmt man es mit nicht so genau mit dem Umweltschutz. Man umwirbt uns mit billigen Grundstücken, niedrigen Steuern, niedrigen Energiepreisen. Lasst euch also etwas einfallen, wenn ihr wünscht, dass wir bleiben. Der globale Standortwettbewerb war ausgerufen. In jedem Winkel der Erde wurde die Heimat der Menschen zum Industriestandort planiert. Steuern waren jetzt einfach deshalb zu senken, weil sie zuvor in anderen Ländern auch schon gesenkt worden waren. Seine Majestät, der Investor, diktierte den Regierungen die Bedingungen, unter denen man vielleicht bereit sei, eine Fabrik zu bauen. Und so taten alle Regierungen dasselbe. Steuern senken für Reiche, soziale Netze beschneiden, Investoren subventionieren, Märkte deregulieren, Staatseigentum an Vermögende verkaufen, um die Schulden zu bezahlen, die man bei den Vermögenden hatte. Den Rest besorgten die Unternehmen, Kernbelegschaften ausdünnen, Arbeitnehmer entlassen und sie als Leiharbeiter, Subunternehmer oder mit Zeit- und Werkverträgen zu schlechteren Bedingungen wieder einstellen. Die Möglichkeit, die ganze Welt mit Hilfe des Computers nach attraktivsten Anlagemöglichkeiten zu durchkämmen, plus der Druck, in kürzester Zeit die jeweils maximale Rendite zu erzielen, führte ohne Putsch und ohne ausdrücklichen Willen eines Diktators, scheinbar wie von selbst, zu einem Anschlag auf die Demokratie. Dieser Anschlag kündigte sich an, als der ehemalige Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff im November 1995 von der Wochenzeitung Die Zeit zitiert wurde mit der Aussage, die Mobilität des Kapitals habe derart zugenommen, dass inzwischen die internationalen Investoren unsere Jury seien, die Jury der Politiker. Und 1998 berichtete die Frankfurter Rundschau von einer Frankfurter Party, bei der im höchsten Hochhaus Deutschlands 500 Finanzstrategen mit Top-Leuten aus der Wirtschaft gefeiert hatten. Unter ihnen war der Dresdner Bankvorstand Ernst Moritz Lipp, der mit Blick auf die Feiernden gesagt hatte: Deutschland ist ein Supertanker. Aber im Führerhäuschen sitzt nicht mehr der Bundeskanzler, sondern da sitzen die Leute, die hier in diesem Saal sind. Also nicht mehr der Wähler, sondern die Lambsdorffsche Jury bestimmte nun, wie hier gelebt und gearbeitet wird. Eigentlich wäre das jener Ernstfall gewesen, den zu verhindern, der Zweck der Bundeswehr ist. Doch darauf war sie nicht vorbereitet. Der Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung wurde von der Roten Armee erwartet, nicht von Bankern und Investoren. Und gegen die
hätte die Bundeswehr mit ihren Panzern und Raketen auch gar nichts ausrichten können. Aber warum hat es keinen Volksaufstand gegeben? Weil das Volk es gar nicht merkte. Der Anschlag war ja von niemandem organisiert worden, sondern vollzog sich schleichend, ohne Ansage, als Nebenwirkung des sich selbst organisierenden Willens von Millionen anonymer Anleger, ihr Geld zu vermehren. Jeder Kleinsparer, auch Sie, auch ich, gehören dazu und bauen diesen Druck auf. Jeder, der ein bisschen Geld zur Seite legt, um sich später ein Haus zu bauen, um die Ausbildung seiner Kinder zu sichern, um für sein Alter vorzusorgen, um seinen Kindern etwas zu vererben, jeder dieser kleinen Anleger freut sich, wenn das Ersparte schneller wächst als die Inflation. Kleinsparer haben hier durchaus dasselbe Interesse wie Großinvestoren. Und das ist der Grund, warum die Welt letztlich wie von selbst nach der Pfeife der Wohlhabenden tanzt. Diese müssen gar keine Gewalt ausüben. Dieses legitime Interesse, aus Geld mehr Geld zu machen, gab es schon immer. Aber eben noch nie mit der Nebenwirkung der Demokratiezerstörung, weil diesem Interesse bis ungefähr 1990 Grenzen gesetzt waren. Nationale Grenzen, Zollschranken, Hemmnisse für ausländisches Kapital, beschränkte Marktzugänge, Intransparenz der Märkte, starke Gewerkschaften, starke Gesetzgeber. Die haben dieses Gewinnstreben und Profitstreben und diese Gewinnmaximierung beschränkt. Und damit war das nach dem Mauerfall vorbei. Seit 1990 sitzt die Kapitalseite am längeren Hebel und spielt ihre Macht aus. Der US-Investor Warren Buffett wiederholt seit 2004 fast monoton einen Satz, der eigentlich ungeheuerlich ist. Er sagt, in seinem Land herrsche Klassenkrieg. Und es sei seine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt. Und diese Klasse sei dabei zu gewinnen. Und Buffett wundert sich, dass die andere Klasse so ruhig bleibt und das hinnimmt. Vermutlich nimmt sie es hin, weil sie glaubt, sich dagegen aufzulehnen, sei so sinnlos wie der Versuch, gegen Ebbe und Flut zu protestieren. Aber das Schicksal der absteigenden Klassen beruht nicht auf Naturgesetzen wie Ebbe und Flut, sondern auf jenen Regeländerungen, für die Investoren, Aktionäre, Banken, Versicherungen, Hedgefonds und Manager nach dem Fall der Mauer gestritten und auch durchgesetzt haben. Und seitdem pflügen sie fast widerstandslos die Welt um. Über dieses Wirken der neoliberalen Truppen des digitalen Kapitalismus hatte der frühere SPD-Politiker Peter Glotz in den 90er Jahren gesagt, sie marschieren wie ein gottverdammter SA-Sturm, der alles in Scherben haut. In Scherben gehauen wurden nicht nur Demokratie und soziale Marktwirtschaft, zertrümmert wurde auch das Vertrauen wertkonservativer Kreise in die Tugenden der Bürgerlichkeit. Triebverzicht, Triebaufschub, Sparsamkeit, Anstand, Fleiß, die Werte des ehrbaren Kaufmanns, Tüchtigkeit. Auch auf diese Werte wurde ein Anschlag verübt. Was man heute daran erkennt, dass man heute Strafzinsen aufgebrummt bekommt, wenn man spart. Der Ehrliche ist der Dumme und der Bonusbanker der Schlaue. Die Börse, einst ein Instrument zur Kapitalbeschaffung für innovative Unternehmen und zur Absicherung von Währungsrisiken, entartete zum Spielcasino. Wer dort gewinnt, wird über Nacht reich. Wer verliert, bürdet seine Wettschulden dem Steuerzahler auf. Und wem das noch nicht reicht, der manipuliert Zinssätze, Rohstoffpreise, Währungskurse. In den von allen Fesseln befreiten Finanzmärkten fühlen sich die dort handelnden Akteure ebenfalls von allem befreit, auch von jeder Moral. Was früher als faul geahndet worden wäre, gilt nun als taktisches, professionelles Faul und eigentlich nicht einmal mehr als das, sondern als normales Business. Und es gibt ja auch keinen Schiedsrichter mehr, der darüber wacht, dass zumindest die minimalsten Regeln des Anstands eingehalten werden. Nun löst sich die Ordnung auf in Europa. Der Versuch, dieses Europa um das Geld herum aufzubauen, steht vor dem Scheitern. Die Strafzinsen auf Guthaben künden davon. Und auch der Failing State Griechenland erzählt davon, ein Land, das niemals in die EU hätte aufgenommen werden dürfen, wenn diese ihre selbst gesetzten Regeln auf das Land angewendet hätte. Aber daran war niemand interessiert, die in Athen nicht und die in Brüssel auch nicht. Man wollte den Multis ein Rollfeld bieten, einen möglichst großen, deregulierten, staatsfreien, aber staatlich subventionierten Markt. Und dafür nahm man alles, was man kriegen konnte, auch Griechenland. Sie haben ihn bekommen, fielen ein wie die Heuschrecken
und wurden in zahlreichen Ländern, auch und besonders in Griechenland, freundlich empfangen von Politikern und Bürokraten, die ihre Hand aufhielten, auf dass die multinationalen Unternehmen, darunter besonders viele Deutsche, ihre Waffen, Panzer, U-Boote, Autos, Kühlschränke, Maschinen, Supermärkte und Lebensmittel aus der Massentierhaltung und industriellen Landwirtschaft liefern konnten, ohne dass jemand fragte, ob man das auch alles brauche und bezahlen könne. Nun steht das kapitalistische Experiment vor dem Scheitern. Die dafür Verantwortlichen wollen es sich nicht eingestehen und kaufen sich seit Jahren mit Milliarden und Abermilliarden Zeit, um das Scheitern hinauszuschieben. Aufhalten werden sie es nicht können, es sei denn, sie sehen endlich ein, dass es ein Fehler war, ein kapitaler Fehler, die Gestaltung der Welt und der Zukunft dem Markt zu überantworten. Aber die Kaste der Betriebs- und Volkswirte in den Regierungen, Stabsstellen und Vorstandsetagen der Wirtschaft hat sich bisher als so lernunwillig und lernunfähig erwiesen wie einst der Adel vor der Revolution. Und darum werden vermutlich ungemütliche Zeiten auf Europa zukommen. Es sei denn, die Welt nimmt sich ein Beispiel an Hersbruck und lernt von Hersbruck. Und jetzt kommen wir zum positiven Teil der Geschichte. So, das ist mein ganzes Papier durcheinander. Haben mir so schöne, kluge Sätze aufgeschrieben, jetzt finde ich sie nicht mehr. Jetzt werde ich sie aus dem Stegreif neu erfinden müssen, fürchte ich, aber auch gut. Ja. Ich hab gute Augen und ja. Es geht noch. Wollte ich ein bisschen besser beleuchten. Ach so. Ich bin erleuchtet. Wie Sie sicher alle wissen, war ich ja 2013 hier im Wahlkampf für die SPD unterwegs. Ich habe einen dummen haben halt einen Dummen gebraucht und ich habe mich zur Verfügung gestellt. Das Schöne aber an diesem Wahlkampf war unter anderem, dass ich während dieser Zeit Lösungsansätze kennengelernt habe, hier in der Hersbrucker Gegend, die genau auf die Probleme passen, von denen vorhin die Rede war. Und es ist mir hier in Hersbruck wieder, also in dieser Hersbrucker Alb, in dieser Gegend, vor Augen geführt worden, dass es tatsächlich so ist, dass die meisten unserer globalen Probleme eigentlich nur lokal gelöst werden können. Und zwar nicht von den Politikern, sondern von uns, den Bürgern. Und wir können das viel billiger und effizienter als die Politiker. Dazu will ich erst zwei Paradebeispiele erzählen, die nicht aus dieser Gegend sind, aber die illustrieren, worum es geht. Vor ein paar Jahren hat ein Kriminologe namens Pfeiffer, vielleicht haben Sie schon von ihm gehört, in Niedersachsen ein paar Statistiken durchforstet und da sind ihm zwei Städte besonders aufgefallen, nämlich Osnabrück und Hannover. Es war nämlich so, dass in Osnabrück die Gewaltkriminalität innerhalb weniger Jahre signifikant zurückgegangen ist. Vor allem die Gewaltkriminalität unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund. In Hannover war dasselbe, aber nicht nur das. Es kam hinzu, dass sehr viele Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht nur die Hauptschule abgeschlossen haben, sondern auch mittlere Reife gemacht haben und sogar Abitur. Und da hat der Pfeiffer natürlich bei den Bürgermeistern angerufen, hat den Bürgermeister von Osnabrück gefragt, was habt ihr gemacht? Wie viele Millionen habt ihr in Integrationsprojekte gesteckt? Und da hat der Bürgermeister von Osnabrück gesagt, Integrationsprojekte, Millionen? Ich habe keinen Cent investiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe eines Tages die Direktoren aller Schulen zusammengetrommelt in meinem Amtszimmer und habe ihnen gesagt, ich habe eine Bitte an euch, die ihr bitte weitergebt. Meine Bitte wäre, dass ihr den deutschen Eltern eurer Schüler
verklickert, dass es doch gut wäre, wenn Sie zu Kindergeburtstagen auch die Migrantenkinder mit einladen würden. Und das haben die meisten Kinder gemacht. Und das hat sich dann wenige Jahre später in der Statistik niedergeschlagen. Hat nichts gekostet, war höchst effizient. Und in Hannover hat der Bürgermeister auf einen Buchhändler verwiesen, auf einen Buchhändler namens Otto Stender. War schon Rentner. Und dieser Buchhändler hat das Problem, das zentrale Problem der Integration und der Bildung erkannt. Er hat erkannt, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder, Jugendliche, sich gar nicht integrieren können, weil es ihnen an Bildung mangelt. Und es mangelt ihnen an Bildung, weil sie der Sprache nicht mächtig sind. Und wie lernt man Sprache? Indem man miteinander spricht und indem man liest. Buchhändler weiß sowas. Und deshalb ist er eines Tages zu einem Schuldirektor in einem Gymnasium in seiner Nähe, hat gesagt, hör mal zu, du hast doch bestimmt ein paar schwache Schüler. Ich würde mich anerbieten, mit diesen Schülern einmal in der Woche mich zu treffen in der Schule und mit einem Schüler ein Buch zu lesen. Ein Buch, das ich nach seinen Interessen auswählen werde. Ich muss dann den Schüler kennenlernen und dann machen wir das. Und das mache ich ein halbes Jahr lang. Und so ist das, hat er gemacht. Und nach einem halben Jahr hat der Schüler tolle Leistungen in der Schule gebracht. Und dann haben sie es natürlich wiederholt und der Stender hat mittlerweile Verbündete gewonnen, die dann zu 10, zu 12 in die Schulen gegangen sind und den Schülern vorgelesen haben. Und alle sind in der Schule besser geworden. Und mittlerweile sind es 10.000, die das machen, Lesepaten, die in die Schulen gehen, mit einem Schüler ein halbes Jahr lang ein Buch lesen, mit ihm sprechen, Fehler korrigieren, Stilistik und Grammatik verbessern. Und das ist nicht mehr nur in Hannover, es ist auch in vielen anderen Städten. Und wo das geschieht, da schaffen Migrantenkinder plötzlich mittlere Reife und Abitur und da integrieren sie sich wie von selbst. So auf diese billige, effiziente Art und Weise kann man das Integrationsproblem auch lösen. Aber es sind eben Bürger, die sowas machen. Und hier in Hersbruck habe ich gelernt, was Heimat wert ist. Und warum wir sie hegen und pflegen und uns um sie kümmern sollten. Und das führt uns ja seit Monaten auch jene heimatlosen Flüchtlingsmassen vor Augen, die sich hier in unserer Heimat eine bessere Zukunft erhoffen als dort, woher sie kommen, weil ihre Heimat dort kaputt ist. Bei uns ist sie es nicht, weil es eben so Menschen gibt wie die Wölfels und die Kliszewskis und die Eberhards und alle, die hier sitzen und die da mitmachen. Und deshalb lese ich jetzt eben mal ein Kapitel, das von diesen Leuten handelt. Diese Kapitel kann ich nicht im Ganzen vorlesen, sondern ich kann sie nur auszugsweise vorlesen. Und ich lese auch nur, damit Sie mal den Sound hören. Und Sie sollen das Buch ja auch noch kaufen. Ich muss ja auch noch zwei Kinder studieren lassen. Und deshalb will ich Sie jetzt nur neugierig machen. Schon lange nicht mehr in meinem Buch gelesen. Ich muss jetzt gucken, wo das anfängt mit Hersbruck. Bitte? Ach ja, Namensregister, das ist ein guter Tipp, ja. So. Ja. Also, während meines Wahlkampfs 2013 in Franken, habe ich schon erzählt, habe ich 24 Kühe besucht, die zwei Familien ernähren. Der Sohn des Bauern ist eigentlich auch da, der Sohn? Nicht? Wo ist er? Bei den Kühen? Sehr gut. Der Sohn des Bauern kennt jede Kuh mit Namen. Diese Kühe freuen sich über ihre saftigen Blumenwiesen, die keinen Kunstdünger und keine Gülle brauchen, Bienen anlocken, einen großen Artenreichtum über und unter der Erde hervorbringen und das Wasser länger speichern als künstlich gedüngte Wiesen. Und diese Kühe haben Glück mit ihren Bauern. Die Kliszewskis tun nämlich mehr, als nötig ist. Und ohne solche Menschen, die mehr tun, als nötig ist, wäre unser aller Leben armselig. Darum kommt es besonders auf solche Menschen an. Im Fall der 24 Kühe heißt das, sie haben richtig viel Platz in ihrem Stall, mehr als nach den eh schon scharfen Bestimmungen der Bio-Zertifizierer nötig ist. Und die Kliszewskis haben sich diesen Luxus ca. 50.000 Euro mehr kosten lassen, weil sie ihrem Vieh die schmerzhafte Enthornung ersparen wollten. Ja, ein Beifall wert. Ja.
In engeren Stellen, auch in denen mit Biosiegeln, wo die Kühe regelmäßig aneinander geraten, aggressiv werden und sich verletzen könnten, werden ihnen die Hörner abgeschnitten. Und das mögen die nicht besonders gern. Natürlich dürfen die Kühe auf die Wiese, die direkt an den Stall grenzt. Sie können Gras fressen und in der Sonne liegen. Wenn es ihnen zu heiß wird, gehen sie wieder in den Stall, dessen Boden jeden Tag mit sauberem Stroh bedeckt wird. Ich habe in diesem Buch auch immer diesen Slogan verwendet, dieses Land ist dein Land, hol es dir zurück. This land is your land, this land is my land. Das ist ein alter Schlager aus Amerika, der gerne an Lagerfeuern gesungen wurde, früher auch von uns in der Jugend, und der in Amerika die zweite Nationalhymne ist. Daher dieser Gedanke, dieses Land ist dein Land, hol es dir zurück, das darf man nicht nur symbolisch verstehen, sondern man muss es auch ganz wörtlich nehmen. Es geht buchstäblich und ganz elementar auch um Land als Feld, Wald, Wiese, Scholle. Es geht darum, wem das Land gehört und wie es bewirtschaftet wird. Damit fängt es an. Mit dem virtuellen Land, das sich durch das Internet wie eine zweite Welt über der ersten aufspannt, hört es auf. Aber die Basis von allem ist der physische Boden, diese schmale, dünne Erdkruste, ein paar Meter dick, auf einem Erdball mit 12.000 Kilometer Durchmesser. Und von dieser Kruste leben wir. Und wie wir mit dieser Kruste umgehen, nach welchen Regeln wir auf ihr leben, wird sich auch auf alles andere auswirken. Auf die Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft, die Politik und auch auf jenes neue digitale Cyber-Universum, das noch weitgehend ein rechtsfreier Raum ist und daher in Wild-West-Manier bewirtschaftet wird. Wer das Ganze rechtsstaatlichen und demokratischen Spielregeln unterwerfen und in dem Ganzen die Rechte künftiger Generationen wahren möchte, muss an der Basis, also der Landwirtschaft, damit beginnen. Und die Familie Kliszewski mit ihren 24 Kühen, die tut das. Darum ist sie so ein strategisch wichtiges Glied für die Rückholung von Land und Heimat. Ihr Hof liegt hier bei Hartenstein, wurde von den Eltern geerbt und wurde von den Kindern dann auf Öko umgestellt, weil sie, wie Hans Kliszewski und seine Frau Erika sagen, besser wirtschaften, die Böden schonen und gesündere Nahrung erzeugen wollten. Heute kümmert sich hauptsächlich der Sohn um die Kühe und Kälber. Auch er ist ein begeisterter Ökolandwirt, der sich spät nachts in die Fachliteratur vertieft, um noch mehr zu lernen über ökologische Kreisläufe, artgerechte Tierhaltung und Tiergesundheit und sogar mit Homöopathie für Tiere hat er sich schon eingehend auseinandergesetzt. Und nun behandelt er seine Kühe etwa bei einer Euterentzündung mit Globuli und behauptet, sie wirken. Das glaube ich zwar nicht, habe ich ihm auch gesagt, aber er hat mir gesagt, er wird es mir eines Tages beweisen und irgendwann komme ich und schaue mir das an und lasse mir das beweisen. Aber egal, ob es nun stimmt oder nicht, mir ist diese Haltung sympathischer als die der Massentierhalter, deren wichtigster Mitarbeiter der Tierarzt mit seinen vielen Spritzen ist. Kliszewski ist darauf bedacht, sein eigener Herr und nicht von einem einzigen Kunden, etwa einer Großmolkerei, abhängig zu sein, die ihm die Preise diktiert. Und darum gibt es eine Arbeitsteilung zwischen ihm und seinem Sohn. Der Junge kümmert sich um die Kühe und liefert die Milch. Der Alte macht daraus Käse und verkauft ihn auf einigen Wochenmärkten in der Region. Auch etliche Dorf- und Bioläden in der näheren Umgebung beliefert er. Und die Frauen halten das Ganze zusammen. Und Kliszewski genießt diesen Wechsel zwischen der einsamen Arbeit in seiner Käserei und dem Trubel auf den Wochenmärkten. Er braucht die Ruhe auf dem Bauernhof genauso wie das persönliche Gespräch mit seinen Kunden auf dem Markt. Die Kühe versorgen, melken, Käse herstellen, die Produkte verkaufen, das ist viel Arbeit. Der Tag der Kliszewskis beginnt oft schon in der Früh um 5, endet in der Nacht und am Wochenende gibt es auch zu tun. Reich werden sie davon nicht, aber es reicht zu mehr als nur zum Leben. Und etwas viel Wichtigeres als Geld wird erwirtschaftet, nämlich, wie Kliszewski selber sagt, so etwas wie eine innere Gelassenheit, eine Art Grundzufriedenheit, an manchen Tagen auch Glück. Sie sind, ja, klatschen Sie wieder, haben Sie verdient. Applaus
Sie sind glücklich über Ihre gesunden Tiere, denen ein besseres und auch längeres Leben vergönnt ist als den Turbokühen des Agrobusiness. Glücklich über Ihr Land, auf dem alles ohne den Einsatz von Kunstdünger, Fungiziden, Herbiziden, Insektiziden wächst und gedeiht. Glücklich über Ihre saftigen Wiesen mit der großen Artenvielfalt. Glücklich darüber, im Einklang mit der Natur und in Frieden mit der Kreatur zu leben. Glücklich auch darüber, dass der Sohn den Hof übernehmen wird, dass es weitergeht in die nächste Generation, denn zwei Enkel sind auch schon da. Nun könnte man einwenden, dass dieses Glück aber mit finanziellen Einbußen erkauft wird. Denn natürlich sei doch die konventionelle Milchviehhaltung gewinnbringender. Tatsächlich geben Kliszewskis Kühe, haben wir sagen lassen, Vertreter der alten Rasse Gelb- oder Frankenvieh, weniger Milch als die Turbokühe der konventionellen Bauern. Auf 5.000 bis 6.000 Liter pro Jahr bringt es eine durchschnittliche Ökokuh. Rund 8.200 Liter bis 10.000 Liter saugt der Melkroboter aus einer hochgezüchteten, schwarzbunten Holstein-Hochleistungskuh. Aber Kliszewski muss für sein Vieh kein teures Kraftfutter kaufen. Das wächst auf seinen Wiesen. Und das Geld für Dünger und Chemie kann er sich sparen. Den Tierarzt braucht er auch seltener. Die Turbokuh dagegen muss mit diesem Kraftfutter gedopt werden, braucht den Tierarzt. Und nach 5 Jahren ist sie so ausgelaugt, dass sie geschlachtet werden muss. Kliszewskis Vieh verursacht nicht nur geringere Kosten, sondern lebt auch länger und liefert 7 bis 8 Jahre lang Milch. Die Unterschiede in der Milchleistung relativieren sich also, wenn man sie auf die Lebenszeit umrechnet. Volkswirtschaftlich ist die Ökokuh sowieso die ökonomischere, denn sie schont die Natur. Die Turbokuh wäre wesentlich teurer, wenn auf den Milchpreis die Kosten der von ihr verursachten Umweltbelastung draufgeschlagen würden. Herstellung, Transport des Spezialfutters, Naturschädigung durch Chemie, Grundwasservergiftung. Diese Kosten sind ja in den Milchpreis nicht eingepreist. Das zahlen ja wir alle, der Steuerzahler. Wären sie draufgeschlagen, wäre die Milch wesentlich teurer als die Ökomilch. Und diese Ökolandwirtschaft ist politisch noch viel interessanter, wenn sie zur Basis einer regionaler Wirtschaftskreisläufe und Vernetzungen führt, aus denen sich langfristig so etwas wie eine funktionierende Gegenwirtschaft von unten entwickeln kann. Und Bauern wie Kliszewski sind eben bereits ein Teil davon. Und das dahinterstehende Konzept nennt sich hier, Sie kennen das alle, Heimat auf dem Teller und ist von Rainer Wölfel und eben Hans-Peter Eberhardt erfunden und entwickelt worden. Im Jahr 2003 gründeten sie einen Verein gleichen Namens mit dem Ziel, Produkte aus der Region Hersbrucker Alb in Restaurants und in Wirtshäusern auf die Teller zu bringen. 14 Gasthöfe, inzwischen sind es vielleicht mehr, ich weiß es nicht, die von mehr als 30 regionalen Erzeugern Rind, Schwein, Geflügel, Wildfleisch, Gemüse, Obst, Marmelade und Honig beziehen, arbeiten bisher daran mit. Und es geht dabei nicht nur um die Verarbeitung möglichst frischer Lebensmittel in guter Qualität und darum, sich von den denaturierten Produkten zweifelhafter Herkunft zu verabschieden, auch nicht nur darum, sich aus der Vorherrschaft großer Konzerne zu befreien, sondern es geht zusätzlich auch um Heimat- und Landschaftspflege, um eine Wirtschaft der kurzen Wege, persönlicher Bekanntschaften und vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen den Handelspartnern und um Ökologie im umfassenden Sinn. Denn Bio-Obst aus Ägypten und Biorind aus Argentinien können nicht die Lösung des Problems der industrialisierten Landwirtschaft sein. Bei solch einer globalisierten Biowirtschaft der langen ökologisch fragwürdigen Wege gestalten schon wieder unkontrollierbare Konzerne die Welt nach ihren Interessen. Eberhardt führt mit seiner Frau Anita, einer Kräuterpädagogin, das Hotelrestaurant Grüner Baum in Kühnhofen. Und weil er seinen Gästen auf der Speisekarte nur Frisches aus der Region anbieten will, besucht er zahlreiche Bauern in seinem Landkreis, auch die Kliszewskis, schaut sich an, was sie produzieren und wie sie es produzieren. Und wenn ihm gefällt, was er sieht, kauft er ihnen etwas ab. Wenn nicht, sagt er ihnen, was sie ändern müssten, damit er etwas kauft. Und dass er auch bereit sei, dafür bis zu 20% mehr zu bezahlen, als den Preis, den sie üblicherweise bekommen.
Eberhard kauft auch bei konventionellen Landwirten, weil die wenigen Ökohöfe in der Region seinen Bedarf nicht decken können. Bei Ökobauern außerhalb seines Landkreises zu kaufen, lehnt er jedoch ab, weil für ihn der regionale Aspekt und eine Wirtschaft der kurzen Wege Vorrang haben. Und natürlich bekommt er es oft mit Menschen zu tun, die ganz anders ticken als die Kliszewskis. Der konventionelle Landwirt betrachtet sich hier als Fleischerzeuger, seine Tiere als Ware, und da lässt ein älterer Bauer schon mal den Spruch fallen, das Schwein ist mir am sympathischsten, wenn es auf dem Konto ist. Eberhard ist nun kein grüner Missionar, der versucht, diesen konventionell wirtschaftenden Bauern zu bepredigen und von den Vorteilen des Ökolandbaus zu überzeugen, sondern als Geschäftsmann sucht auch er seinen Vorteil, aber auf intelligente Weise, indem er hohe Qualitätsanforderungen an die Produkte stellt, die er den Bauern abkauft. Und so bewegt er sie dazu, ihre herkömmliche Wirtschaftsweise zu ändern und sich der ökologischen anzunähern. Er bringt sie auch zum Grübeln darüber, ob es für sie selbst nicht besser, befriedigender und vielleicht sogar ökonomisch lohnender wäre, auf Klasse statt auf Masse zu setzen. Nach dem Vorbild der deutschen Winzer, die das längst verstanden haben. Und diese unideologische, pragmatische, auf nüchternem Geschäftssinn beruhende Kommunikation mit konventionellen Bauern ist langfristig vermutlich erfolgversprechender als deren ewige Verteufelung. Denn sie machen es ja nicht freiwillig, sie machen es ja, weil der Markt es verlangt. Und der Markt, das sind wir, die Konsumenten. Wir laufen zum Aldi und zum Lidl, wenn die Milch dort 3 Cent billiger ist. Wären wir bereit, mehr zu zahlen, würden auch die Bauern bereit sein, Milch anders zu erzeugen. Es kommt aber noch etwas anderes hinzu, was eben so einen Mann wie Eberhard so wertvoll macht. Er ist auf Dauer nämlich wirtschaftlicher als die bürokratische Lebensmittelkontrolle und die Zertifizierung, die die Bauern teuer bezahlen müssen. Denn ein Gastwirt oder Metzger, der Wert legt auf hohe Qualität, ist ein effizienterer und billigerer Kontrolleur als ein Angestellter von Demeter oder ein verbeamteter Lebensmittelkontrolleur. Und auch ein Verbraucher, der Qualität, Frische und guten Geschmack verlangt, wäre ein billigerer Kontrolleur. Und eben wegen jener strengen staatlichen Regulierung und der teuren Kontrollen gibt so mancher Biobauer in Deutschland wieder auf. Ich mache jetzt einen Sprung, weil kann ich ewig lesen, aber wir müssen weiterkommen und müssen auch zum nächsten kommen. Heimat auf dem Teller. Hat noch mehr solcher Beispiele bereit und eines davon sind die Möbelmacher, wo wir jetzt hier gerade sitzen. Der Gründer des Unternehmens, Herwig Danzer, ist auch Mitbegründer des Initiativkreises Holz aus der Frankenalb. Er schreinert Möbel aus Holz, was hier in der Region wächst, Kiefern, Lärchen, schwer verkäufliche rotkernige Buchen. Und nicht nur Eberhards Hotelzimmer und Restauranträume hat er mit seinen Möbeln aus heimischen Hölzern ausgestattet. Er propagiert auch den Bau von Häusern mit Holz aus der Region, wohnt und produziert selbst in einem solchen und holt eine Philosophie zurück ins Wirtschaftsleben, die scheinbar ausgedient hat, nämlich gut Ding will Weile haben. Sein Holz kauft er im Winter, wenn der Frost es getrocknet hat. Das Sägen dauert mehrere Wochen. Das zersägte Holz braucht Platz, weil es lange lagern muss. Für seine Küchen behandelt er das Holz mit öligem Naturharz. Dann muss es trocknen, nochmals geölt werden und erneut trocknen. Insgesamt erfordert allein die Vorbereitung des Holzes 4-mal so viel Zeit wie die übliche Behandlung durch Spritzen. Wenn Danzer dann damit seine Küchen baut, lässt er sich ebenfalls Zeit, weil Sorgfalt und Qualität nun mal Zeit erfordern. Seine Küchen sind natürlich entsprechend teurer. Dafür müssen sie aber auch nicht irgendwann entsorgt und recycelt oder verschrottet werden, sondern können vererbt werden, was wieder beweist, Ökologie ist der vernünftigere, nachhaltigere, ökonomischere Ökonomie, weil sie sich langfristig rechnet. Aber da sie Möbel teuer sind, naturgemäß, ziehen sie nur eine bestimmte Kundschaft an, die den hohen Aufwand schätzt, mehr zahlt und länger wartet, dafür aber, wie Danzer sagt, keine teuren Autos fährt.
Und darum spricht Danzer von einem Wort, das mir sehr gut gefällt, von einer Wertverlagerung. Ein Zukunftskonzept, für das die Mehrheit der Köpfe erst noch gewonnen werden muss. Aber jetzt steht es ja im Buch, jetzt verbreitet sich diese Idee deutschlandweit. So, nun haben wir Danzer und Kleschewskis genug gelobt. Nun wird es Zeit, den Wölfel zu loben. Ist zwar schon erwähnt worden, aber nicht sein eigentliches Projekt. Können Sie noch, oder geht's noch? Ja, sehr heiß hier, ne? Nein. Nicht? Ja, gut. Also wenn es nicht mehr geht, schreien Sie. Aber ich komme jetzt allmählich zum Schluss. Ich lese noch das Wölfelkapitel und dann beende ich und lese dann noch ganz zum Schluss ein Stück von einem begabteren Dichter als mir, weil es auch dazu passt. Ich sitze auf einem Hügel irgendwo in der Toskana, blicke ins weite Land und bin ganz bei mir, ruhig, entspannt, so versunken in den Anblick der Landschaft und so selbstvergessen, dass ich mir meiner inneren Ruhe gar nicht bewusst werde. Erst in der Erinnerung zu Hause stellt sich so etwas wie eine nachträgliche Bewusstwerdung der dort empfundenen Gelöstheit ein, und ich frage mich, warum passiert mir das nicht daheim in der Region zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach und Worms? Diese Gegend wird von Tourismusförderern und Lokalpolitikern gern als rheinhessische Toskana bezeichnet oder auch als rheinhessische Schweiz. Mein Puls aber geht in dieser Gegend in Mainz eher nach oben statt nach unten. Und das, obwohl die Region tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Toskana hat. Mildes Klima, eine sanft hügelige Landschaft, die zur Pfalz hin zu einer Mittelgebirgslandschaft ansteigt, einen fruchtbaren Boden, auf dem Wein, Getreide, Obst und Beeren wachsen. Von den Hügeln sieht man den Rhein sich als silbernes Band durch die Landschaft schlängeln. Ja, es ist eine schöne Gegend. Und doch, das echte Toskana-Gefühl will sich nicht einstellen. Warum? Zum Beispiel, weil es laut ist. Von morgens um 5 bis Mitternacht donnern im Minutentakt in geringer Höhe die Flugzeuge über einen hinweg, die am Frankfurter Flughafen starten und landen. Autos, Güterzüge, Rettungshubschrauber übertönen das Gezwitscher der Vögel. Mainz ist umzingelt von Autobahnen, Autobahndreiecken und Autobahnkreuzen, die jedem Wanderer und Radfahrer immer wieder den Weg versperren und zu Umwegen zwingen. Und wenn es mal nicht die Autobahn ist, die einem in die Quere kommt, dann ist es die Eisenbahn oder ein riesiges Industriegelände. Eben noch hat man ein idyllisches Stück Landschaft entlang einem Altrheinarm durchquert und plötzlich steht man vor einem Zaun, hinter dem sich turmhohe Behälter von Esso, Shell oder einem Chemiewerk erheben. Nein, man befindet sich eben nicht in der Toskana, sondern mitten in der Rhein-Main-Region, einem wirtschaftlichen Kraftzentrum des Wirtschaftsstandorts Deutschlands, einem Knoten aus Luft, Land, Wasser, Strom und Datenbahnen. Darüber können auch die Weinberge und Obstplantagen nicht hinwegtäuschen, die leider wenig Ähnlichkeit haben mit der toskanischen Kulturlandschaft. Weite Teile Rheinhessens gleichen eher einer agrarindustriellen Nutzfläche. Man kann hier zwar durch wogende Kornfelder streifen, aber oft ist dann da auch, soweit das Auge reicht, nichts anderes als ein einziges riesiges Kornfeld. Danach kommt eine riesige Ackerfläche, auf der Zuckerrüben wachsen und sonst nichts. Dann ein riesiges Maisfeld und schließlich die Weinberge mit nichts als Wein. Und darum macht man ja auch nicht in der rheinhessischen Toskana Urlaub, sondern in der richtigen. Und dort, in einer solchen Kulturlandschaft wie in der Toskana, mit Zypressen, Pinien, Wacholderbüschen, Olivenbaumhainen, Kornfeldern, Obstgärten, dort geht der Puls runter, dort kommt die Seele zur Ruhe. Aber was ist das für eine Zumutung, an 11 Monaten des Jahres dafür arbeiten zu müssen, sich mal 4 Wochen vom Stress seiner Umgebung erholen zu dürfen? Wieso beseitigen wir die krankmachenden, stressverursachenden Faktoren unserer Umgebung nicht einfach? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir so viel Kulturlandschaft in Industriegebiete verwandelt haben und auch die Agrargebiete in Industriegebiete verwandeln? Es lag an dem Glauben, dass so eine Kulturlandschaft zwar seine Reize habe, aber leider unwirtschaftlich sei und deren Erhalt ihre Bewohner zur Armut verurteile.
Deshalb verwandelte man sie in eine ausgeräumte Agrar- und Industrielandschaft. Das kostete zwar die Feldhasen und zahlreiche andere Arten das Leben, verschandelte das Bild der Landschaft, zwang die Kleinbauern zum Aufgeben, aber steigerte das Bruttosozialprodukt und ein bisschen auch den Wohlstand der Bauern, die überlebten. Subventionen brauchen sie trotzdem weiterhin. Aber stimmt es denn, dass Wohlstand nur zu haben ist um den Preis der Zerstörung von Landschaft? Haben wir nur die Wahl zwischen arm, aber glücklich und reich, aber unglücklich? Sollte es ein Naturgesetz sein, dass das, wovon wir leben, uns das Leben und die Gesundheit raubt? Und nicht nur uns, sondern auch allem, was da kreucht und fleucht und sonst wie gedeiht? Ein Gegenbeispiel habe ich hier in der Hersbrucker Schweiz kennengelernt. Und ich habe sie in der Person von Rainer Wölfel kennengelernt, den genau diese Frage auch umtreibt. Und auch er bezweifelt die Wahrheit des deutschen Dogmas, groß ist gut, größer ist besser, riesig ist ökonomisch. Er regiert den 12 Hektar großen Mengleinpark inmitten der Hersbrucker Alb. Und er und Eberhard sitzen oft zusammen und diskutieren und denken über die Welt nach. Und dabei haben sie eben nicht nur das Heimat auf dem Teller-Konzept entwickelt, sondern auch noch eine andere Idee. Und sie kamen auf diese Idee durch eine Umfrage unter Urlaubern. Die Urlauber sollten angeben, wie sie sich die ideale Landschaft vorstellen. Und sie beschrieben mehrheitlich eine Flussaue, ein Tal mit grünen Wiesen, Waldlichtungen, sanft ansteigenden Hügeln, einzelnen alten Bäumen und Weidetieren. Das heißt, diese Urlauber beschrieben, ohne es zu wissen, die Hersbrucker Alb. Sie ist ja eine vom Oberlauf der Pegnitz geprägte Flussauenlandschaft. In meiner Jugend hatte sie mir erwandert und da standen auch noch die Kühe rum, von denen die Urlauber redeten. Heute nicht mehr. Aber eben das ist das, was Wölfel wiederbeleben will. Er will die Kühe wieder in die Landschaft stellen. Nicht aus Nostalgie oder aus Romantik, noch nicht einmal für die Touristen, sondern für die Natur, weil weidende Kühe die Landschaft pflegen und gestalten. Das heutige Aussehen der Hersbrucker Alb verdankt sich zu einem Gutteil den Kühen, die dort über Jahrhunderte gegrast und dabei eben diese Landschaft, eine Landschaft mit großer Artenvielfalt geschaffen haben. Und deshalb lässt Wölfel sich seit etlichen Jahren wenigstens in seinem Naturschutzgebiet weiden. Und allerdings musste die Weide für die Kühe erst künstlich wiederhergestellt werden, denn die Anger, auf denen sie früher grasten, waren längst überwuchert von Bäumen, Sträuchern, Büschen, Gestrüpp. Und daher hat sich die Bevölkerung sehr gewundert, als plötzlich die Naturschützer mit schwerem Gerät und Motorsägen anrückten, in einem Naturschutzgebiet unter Höllenlärm den Busch wegschnitten und Bäume wegschnitten und die ganze Landschaft umpflügten. Und die Leute sagten, sind das nicht die Menschen, die immer sagen, dass man nicht zu sehr in die Natur eingreifen und diese am besten sich selbst überlassen solle? Und nun fällten sie Bäume, rodeten, entbuschten, rissen Sträucher aus, damit dort wieder Kühe grasen können? Also für landwirtschaftliche Zwecke? Diese Fragen beruhen auf einem Missverständnis. Nicht Wildwuchs ist das Ziel der Naturschützer, sondern Artenvielfalt. Und nicht Landwirtschaft wollen sie betreiben, sondern die Artenvielfalt wiederherstellen, mit Hilfe von Weiderindern auf ehemaligen Angern. Aber, dachten Wölfel und seine Naturschützer, warum soll man nicht auch einen wirtschaftlichen Sekundärnutzen daraus ziehen und so seinen eigenen Beitrag zu den Kosten des Naturschutzes leisten? Und so kam diese Idee, das Fleisch dieser Weiderinder, die in der frischen Luft unter der Sonne in freier Natur leben, die garantiert naturrein, bio und öko sind, zu vermarkten. Und das klingt unspektakulär, aber genau so, auf solch unspektakuläre, ja geradezu sanfte Weise, beginnt der Auszug aus dem System der Machtwirtschaft und der Konzernwirtschaft. Hol dir dein Land zurück heißt, sprenge jene Interessensverkettungen, die vom Bauernhof bis zum internationalen Lebensmittelkonzern einen agrarindustriellen Komplex bilden, an dem die Banken, Versicherungen, Logistikunternehmen, Chemieindustrie und zahlreiche weitere Branchen unbedingt festhalten wollen. Die Sprengung dieser Ketten erfordert den Aufbau eines Alternativsystems, in das all diejenigen umziehen können, denen dieses System, das herrschende System, stinkt.
Auch dieses Alternativsystem beruht auf Interessensverkettungen, auf dem Interesse an einer schönen Landschaft, auf dem Interesse an frischen, ehrlichen, gesunden Lebensmitteln, auf dem Interesse, die Wertschöpfung in der Region zu halten, auf dem Interesse an artgerechter Tierhaltung, auf dem Interesse an einem schonenden, energiesparenden, möglichst klimaneutralen Umgang mit den Ressourcen, auf dem Interesse an einer intakten Natur, auf dem Interesse an sinnvoller Arbeit, von der man leben kann. Aus diesen Interessensverkettungen müsste sich doch ebenfalls eine Wirtschaft aufbauen lassen. Das ist der Gedanke. Und hier in Hersbruck sind die ersten Ansätze da. Und wenn man sich das flächendeckend vorstellt, könnten wir unsere Wirtschaft umbauen, ohne Wohlstandseinbußen, wie ich glaube. Und deshalb war ich eben von meinen Helden so begeistert, dass ich sie in meinem Buch verewigt habe. Und sie hätten noch viel mehr Lob verdient. Und es steht da auch noch mehr drin, aber ich muss zu einem Ende kommen. Deshalb bedanke ich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit bisher. Und jetzt zum Schluss habe ich ja gesagt, ein paar Worte noch über Heimat und die aktuelle Geschichte mit den Flüchtlingen, auf die Europäer ja auf zwei entgegengesetzte Weisen reagieren. Und daraus kann man dann auch lernen, dass es zwei völlig entgegengesetzte Vorstellungen davon gibt, was Heimat ist und was Heimat sein soll. Die einen reagieren auf die Flüchtlinge mit Angst und fürchten, dass die Neuankömmlinge ihre schöne Heimat kaputt machen. Das ist die kleinkariert spießige Angst des Heimattümlers, der seine Heimat am liebsten zu Schrebergärten parzellieren, darum einen Stacheldrahtzaun ziehen und um sämtliche Schrebergärten herum eine hohe Mauer mit Schießscharten bauen möchte. Wenn man diesen Leuten nachgäbe, würde sich in unserer Heimat in ein Gefängnis für jene verwandeln, die darin leben. Das andere Verständnis von Heimat sagt uns: Lasst uns die Heimatlosen aufnehmen, ausbilden, sie integrieren und wir werden alle etwas davon haben. Und eine künftige Heimat mit diesen Menschen wird bunter, vielfältiger, reichhaltiger, belastbarer, prosperierender sein als jetzt. Und zu dieser Behauptung gibt es einen schönen Text, der dieses Heimatverständnis glänzend auf den Punkt bringt. Und mit diesem Text möchte ich meine Lesung beenden. Er stammt von einem Mann, der dort geboren und aufgewachsen ist, wo ich jetzt mit meiner Familie lebe, in Mainz am Rhein. Karl Zuckmeier heißt er. Und in seinem Stück Des Teufels General beschreibt er die große Völkermühle am Rhein in einer Szene, in der sich ein Fliegerleutnant und ein General unterhalten. Der Leutnant macht sich Gedanken über seinen Arier-Nachweis, weil dessen Verlobte wegen einer Unklarheit in seinem Stammbaum die Verlobung gelöst hat. Denn eine seiner Urgroßmütter scheint aus dem Ausland gekommen zu sein, während seine übrige Familie aus dem Rheinland stammt. Und daraufhin entgegnet der General wütend: Na, und was wissen Sie denn über die Seitensprünge der Frau Urgroßmutter? Die hat doch sicher keinen Arier-Nachweis verlangt. Und er gibt ihm zu bedenken: Was kann da nicht alles vorgekommen sein in einer alten Familie? Vom Rhein noch dazu, vom Rhein, von der großen Völkermühle, von der Kälte Europas. Stellen Sie sich doch mal Ihre Ahnenreihe vor, angefangen seit Christi Geburt. Was war da alles dabei? Ein römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, braun wie eine reife Olive. Der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Und dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie. Das war ein ernster Mensch. Der ist noch vor der Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition begründet. Und dann kam ein griechischer Arzt dazu oder ein keltischer Legionär, ein graubündner Landsknecht, ein schwedischer Reiter, ein Soldat Napoleons, ein desertierter Kosak, ein Schwarzwälder Flözer, ein wandernder Müllerbursch vom Elsass, ein dicker Schiffer aus Holland, ein Magyar, ein Pandur, ein Offizier aus Wien, ein französischer Schauspieler, ein böhmischer Musikant. Das hat alles am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen und gesungen und Kinder gezeugt. Und der Goethe, der kam aus demselben Topf. Und der Beethoven und der Gutenberg und der Matthias Grünewald. Und ach was, schau nach im Lexikon. Es waren die Besten, mein Lieber, die Besten der Welt. Und warum? Weil sich die Völker dort am Rhein vermischt haben. Vermischt, wie die Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen, damit sie zu einem großen, lebendigen Strom zusammenrinnen. Vom Rhein, das heißt vom Abendland. Das ist natürlicher Adel, das ist Rasse. Seien Sie stolz darauf, Hartmann, und hängen Sie die Papiere Ihrer Großmutter in den Abtritt. Prost!
Ganz fertig bin ich noch nicht. Noch ein Wort zum Mainz und am Rhein, wo ich wohne und wo ich ja oft über die Rheinbrücken fahre. Und da sehe ich oft die Mündung des Mainz in den Rhein und denke jedes Mal, dass in den Wassermassen, die sich da an den Rhein ergießen, immer auch Pegnitzwasser dabei ist. Und dann wünsche ich mir manchmal, ich könnte die Pegnitz daheim grün färben, um in Mainz den Pegnitzanteil zu sehen. Es wären bestimmt nur ein paar grüne Schlieren, die da ankämen, aber trotzdem würde ich denken, was wäre der Rhein ohne die Pegnitz? Für mich wäre er eine Wasserautobahn für Schiffe, sonst nichts. Aber mit dem Pegnitzwasser drin ist er auch für mich was Besonderes. Und hinzu kommt, mein Vater hatte einst als Soldat in Worms die Brücke über den Rhein bewacht. Jahrzehnte später wurde dort ein Mädchen geboren, das einen fränkischen Bauernbuben namens Christian Nürnberger zu ihrem Ehemann erkor. Es muss also irgendwelche geheimnisvoll wirkenden Kräfte geben zwischen der Pegnitz und dem Rhein. Und es ging ja auch noch weiter. Die erste gemeinsame Wohnung mit meiner Frau hatte ich in Köln am Rhein. Meinen ersten Journalistenjob hatte ich in Frankfurt am Main. Jetzt leben wir in Mainz am Rhein. Nur unsere beiden Kinder, die passen da nicht rein. Die wurden in München an der Isar geboren. Aber das ist auch gut. Die Isar fließt in die Donau. Also haben wir auch zum anderen großen Strom, der in Ost-West-Richtung fließt, eine familiäre Beziehung. Und jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass unsere Enkel an der Elbe oder an der Oder geboren werden. Aber meinetwegen auch am Euphrat oder am Nil. Dann klappt das vielleicht mit der Mittelmeerumfahrung vielleicht doch noch irgendwann. So. Wie geht es jetzt weiter, Herwig? Was machen wir jetzt? Es können Fragen gestellt werden, wenn Sie ohne Mikrofon, ansonsten sind wir auf dem Mikrofon vorbereitet, falls jemand das findet. Ah ja, also Sie können Fragen stellen, Sie können mich kritisieren, Sie können mich loben, Sie können mich beschimpfen, was immer, wozu Sie Lust haben. Wer macht den Anfang? Oder vielleicht muss ich mich auch erstmal setzen, weil eine Menge Holz, was jetzt über ihre Köpfe ergossen hat. Im Holzhaus. Thema ist bei uns seit Jahren. Für meine Frau esse ich zu viel Fleisch, trinke zu viel, bewege mich zu wenig und das erzählt sie mir seit 30 Jahren. Nicht ohne Erfolg. Ich bewege mich heute mehr als früher und esse weniger Fleisch als früher. Und neulich hatten wir einen Ami zu Gast, der ist Vegetarier. Der hat nicht gesagt, wie lange er bleiben will, der blieb und blieb. Und in der Zeit musste ich vegetarisch kochen, ich war gezwungen, vegetarisch zu kochen. Und habe dabei gemerkt, man kann tatsächlich davon leben. Also, und es schmeckt sogar. Der einzige Nachteil ist, wenn man ungeübt ist, man braucht unheimlich viel Zeit, bis man alle Zutaten hat und bis man alles zubereitet hat. Man muss kreativer sein. So einen Schnitzel in die Pfanne zu hauen, erfordert kann jeder Depp. Aber so einen Gemüseauflauf zu machen, ist schon schwieriger. Aber ich habe gemerkt, zur Not ginge es auch ohne Fleisch. Aber so ein gutes Fleisch von den Weidekälbern aus Hersbruck hat schon auch was. Und, aber ich bin auf dem Trip, den Fleischkonsum zu reduzieren und mehr Gemüse, auch Gemüse zu verlagern und auch möglichst aus biologischem Anbau. Es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, einen Laden in Mainz, der heißt Teegut, der sowas hat. Ist nicht immer aus der Region, aber ist immerhin bio. Und das Fleisch, das sie verkaufen, ist aus artgerechter Tierhaltung. Da bin ich
dann schon öfter Kunde. Aber wenn die Zeit knapp ist, muss ich in die Rewe, die ist fußläufig erreichbar. Und dann gehe ich schon wütend hinein und komme noch wütender heraus, weil ich weiß, ich bin wieder beschissen worden. Deshalb ist ja, träume ich ja auch davon, dass sich das flächendeckend durchsetzt, dieses Konzept Heimat auf dem Teller. Das wäre eigentlich machbar und dafür möchte ich arbeiten. Das war auch so mein Hintergedanke meiner Bundestagskandidatur. Ich habe gedacht, wenn Sie mich wählen, dann werde ich mich genau für dieses Konzept einsetzen, werde Hersbruck zu einer Modellregion entwickeln und es dann bundesweit propagieren. Die Wähler haben es nicht verstanden. Christian, also ich wollte mich einfach bedanken, fand Sie das also sehr inspirierend, das Buch nicht nur zu lesen, sondern zu hören. Und ich glaube, viele gehen raus und versuchen das auch umzusetzen, nach außen zu tragen. Inwieweit hast du denn in Mainz schon dieses Heimat auf dem Teller Konzept versucht umzusetzen oder weiterzugehen? Gibt es da schon Interessenten oder Ansatzpunkte? Also wir fangen jetzt gerade an, diese Bauern zu entdecken. Sind auch Regionalvermarkter, sind wenige Biobauern. Und von diesen Biobauern behauptet einer unserer Freunde, die kaufen im Großmarkt ein und machen einen Biobauern drauf. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber müsste man mal nachprüfen. Aber in Mainz tut sich da auch was, ja. Aber es ist wenig und es sind kleine Ansätze und die Masse der Menschen kauft halt weiterhin bei Aldi und Lidl ein, wie überall. Und ist in Mainz nicht anders als anderswo. Aber ich achte darauf und gehe mit wachen Augen durch die Gegend und entdecke dann auch auf meinen Radtouren immer wieder mal einen Bauern, wo ich dann sehe, da könnte man auch mal was kaufen. Herr Hürberger, ich halte den ersten Teil Ihres Vortrages für sehr realistisch. Und den zweiten für unrealistisch. Nein. Leider nicht. Für realistisch. Ja. Meine Frage dazu geht in folgende Richtung. Vor Jahrzehnten habe ich Karl Marx als Heilerin empfunden. Seit dem Umbruch in den 90er Jahren wird mir immer deutlicher, dass er sehr deutlich die Zukunft vorausgesehen hat. Und zwar in der Hinsicht, ein Satz von ihm, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Oder die zweite Aussage, Proletarier aller Länder, vereinigt euch und so weiter, die Sachen mit den abgeworfenen Ketten. Würden Sie diese Sätze auch unterschreiben oder haben Sie sich noch nicht so weit, dass Sie diesen nackten angloamerikanischen Kapitalismus, wie ich das so sehe, dass Sie den noch nicht für so bedrohlich halten? Doch, dass ich diese Art zu wirtschaften für bedrohlich halte, davon handelt der ganze erste Teil des Buches, das ist so. Was Karl Marx geschrieben hat, da kann ich vieles unterschreiben, aber er hatte halt das Pech, dass seine Ideen dann von Stalin und Lenin verwirklicht wurden und damit sind diese Ideen desavouiert worden und deshalb haben die Leute die Schnauze voll davon. Also wenn man in Osteuropa damit kommt, dann sagen wir, hör auf, ich habe es erlebt. Wir sind 70 Jahre lang einem Menschenexperiment unterzogen worden und das hat uns gereicht. Und das ist die Tragik von Karl Marx, dass er dann von Leuten eben realisiert wurde, die ganz andere Dinge im Kopf hatten, als das, was Marx eigentlich wollte. Und Marx war halt nun auch ein Theoretiker. Und es ist dann immer etwas anderes, eine Theorie in die Praxis umzusetzen. Und natürlich hat auch seine Theorie Grenzen und hat auch Fehler. Und ich bin inzwischen so, dass ich an Großtheorien nicht mehr glaube. Das ist auch ein Grund, warum ich auf die regionale Produktion setze, auf die überschaubaren Größen, weil da kann man noch mit Nachdenken Probleme lösen. Aber die globalen Probleme dieser Welt in eine Theorie zu bringen und daraus Handlungsanleitungen abzuleiten, halte ich für größenwahnsinnig in der heutigen Komplexität der Welt. Ich habe mal eine Frage, und zwar, fühlen Sie sich eigentlich noch in der SPD wohl, wenn ich diese Sache heute Abend so miterlebe, wenn ich gerade das Großprojekt Energie anschaue, mit dem regionalen Konzept Energie vergleiche, kann ich mir kaum vorstellen, dass Sie sich in der SPD so richtig doch wohlfühlen. Also, es gibt ja
zwei verschiedene SPD. Es gibt die SPD des... Nein, warten Sie ab. Es gibt die SPD des Kreises Nürnberger Land. Das sind brillante Genossen. Da fühle ich mich sauwohl. Ach, Stefan Grimm ist auch da. Da sitzen alle die roten Socken. Ja, und dann gibt es die Rest-SPD, die Gabriel-SPD. Da muss ich sagen, ich sehe keinen Unterschied mehr zur Merkel-CDU. Und da frage ich mich schon, was ich in dieser Partei noch soll. Und habe mich entschieden, dann stänkere ich eben. Und das wird wahrscheinlich für den Rest meines Lebens meine Aufgabe sein, in der SPD daran zu erinnern, dass die mal die Partei Willy Brandt war, die mit der heutigen nicht mehr viel zu tun hat. Aber ich bin immer noch Genosse und wie es aussieht, werde ich es auch bleiben. Es ist ja nicht, da ist ja nichts gewonnen, wenn man aus Protest gegen irgendetwas austritt. Wenn man sagt, ihr seid alle Idioten, darum trete ich aus, dann bleiben die Idioten unter sich. Also man muss dafür sorgen, dass die nicht unter sich bleiben. Man muss denen widersprechen, man muss sie bekämpfen und deshalb bleibe ich drin. Und deshalb bleibe ich übrigens auch in der Kirche. Austritt ist der falsche Weg. Eintreten muss man. Und zur Not mit der Fuß die Tür eintreten, das ist der richtige Weg. Wir leben ja in einer Zeit, wo alles kurzfristig ist. Ja. Nicht konsumieren, ins kurzfristig verbrauchen und dann wird es weggeworfen. Das ist Möbelsinn, das ist also das kurzfristige. Ja. Und was mich beschäftigt, also schon längere Zeit, ist, dass es unglaublich mit diesen Supermärkten, ob das bei Aldi ist, bei Weber, bei Edeka oder wie die alle heißen, was da für Lebensmittel im Müll landen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Ja, da hat mal so ein Filialleiter gesagt, warum sind jede Woche fast 2 Liter Brot und alles Mögliche, ja? Obst und Gemüse und alles. 2 Kubikmeter jede Woche werden wir ins Zeug. Für den Müll. Ja. Und dann sagt er, das ist kein Problem. Wenn Sie einkaufen, dann zahlen Sie das mit. Genau. Das ist nicht reißen. Und das weiß man. Und das wird im Fernsehen mal gebracht. Und da. Aber es wird nicht der Ende. Und man kann es ändern. Ja. Wir tun für Milliarden von Euro im Jahr werden Lebensmittel vernichtet. Und jeder weiß das, auch die Politiker wissen das, aber es wird nicht geändert. Das ist das Problem. Man kann es ändern. Ja. Es gibt Beispiele. Und das ist nicht nur bei den Lebensmitteln so, das ist generell so. Wir wissen eigentlich genau, was zu tun wäre, aber wir tun es nicht. Es geschieht nicht und es geschieht nicht, weil eben milliardenstarke Interessen dahinter stehen. Deshalb geschieht es nicht. Dass wir unsere Landwirtschaft nicht umstellen auf Öko, hängt mit den milliardenschweren Interessen zusammen, die daran hängen. Es ist ja nicht nur, die Bauern, es ist die chemische Industrie mit den Kunstdünger und Pestiziden, die daran verdient. Es ist die Logistikindustrie, die das Zeug hin und her fährt. Es sind die Banken und die Versicherungen, die das finanzieren. Die alle haben kein Interesse daran, dass sich da was ändert. Das wäre ja eine Gefährdung ihres Geschäftsmodells. Und das ist der Grund, warum wir trotz besseren Wissens das Falsche tun. Es sind machtvolle Interessen, die sich durchsetzen. Darum spreche ich immer auch von der Machtwirtschaft und nicht von der Marktwirtschaft. Und das mit den Lebensmitteln, dass die weggeworfen werden, hat natürlich auch damit zu tun, dass sie zu billig sind. Lebensmittel müssten eigentlich teurer sein. Und sie wären auch teurer, wenn man auf die Lebensmittel den Anteil draufschlagen würde, den sie verursachen. Also gerade bei den konventionell erzeugten, habe ich vorhin gesagt, wenn auf die konventionell erzeugte Milch eingepreist wäre, was sie alles an Umweltschäden verursachen und an Krankheiten, dann wäre die konventionell erzeugte Milch teurer als die Ökomilch. Die Ökomilch wäre auch teurer, aber sie wäre trotzdem noch billiger als die konventionell erzeugte. Und wenn Lebensmittel teurer wären, würde man auch sorgfältiger mit ihnen umgehen und würde weniger wegwerfen.
Es hat auch etwas mit dieser Werteverlagerung zu tun. Was ist uns was wert? Also wir geben viel Geld für große Autos auf mit breiten Felgen und toller Karosserie. Und wenn es dann um die Milch geht, dann sparen wir an jedem Cent. Oder Schweine werden ja kastriert bei lebendigem Leib, also die männlichen Schweine, weil es zu teuer ist, sie zu betäuben. Wenn man das einpreisen würde auf die Schinkensemmel, die man isst, dann würde die Schinkensemmel vielleicht um 2 Cent teurer sein. Dann müssten diese männlichen Schweine, diese Ferkel nicht mehr leiden. Aber der Geizesgeilcharakter, der verhindert das. Und Sie sagten auch mit der Kurzfristigkeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine der großen Plagen unserer Demokratie, ist, dass an den Schalthebeln der Macht die Kurzfristdenker sitzen. Das sind einmal die Manager von großen Konzernen, die müssen alle 3 Monate ihre Geschäftszahlen vorlegen, ihre Berichte. Und sie arbeiten dann eben deshalb, weil sie das müssen, von morgens bis abends darauf hin, dass die nächsten Quartalszahlen besser ausfallen als die vorletzten. Und das machen sie 3-4 Jahre lang und das schaffen sie auch. Aber was dann in 20 Jahren sein wird und dass sie mit den Entscheidungen, die sie in diesen 4 Jahren getroffen haben, mit denen sie die Zahlen, denen sie gute Zahlen erwirtschaftet haben, dass die langfristig dann zu schlechten Zahlen führen, das kann dem Manager egal sein, weil er in 4 oder 8 Jahren ganz woanders ist. Dasselbe haben wir mit Politikern, die müssen die nächste Wahl gewinnen. Und deshalb endet der Horizont immer an der jeweils nächsten Wahl. Und diese Herrschaft, der Kurzfristdenker, die führt eben auch zu vielen Verwerfungen, über die wir heute Abend auch gesprochen haben. Wie würden Sie was zu dem Prinzip Dorflagen sagen? Ja. Ja, ich komme aus Schönberg, wie Sie wissen. Da ist ein Dorflagen gegründet worden, eine Genossenschaft. Da bin ich auch Mitglied, da bin ich sehr stolz darauf. Denn so ein Dorflagen ist auch so ein strategisch wichtiges Glied in einer regionalen Wirtschaft. Es ist ein Laden, in dem die Produkte verkauft werden, die in der Region entstehen. Wenn es in einem Landkreis 100 solcher Läden gäbe, entstünde so eine regionale Wirtschaft, wie von selbst. Dann müssten die Bauern nicht mehr an die Großmolkerei verkaufen und müssten nicht mehr an das Schlachthaus verkaufen, sondern könnten ihr Zeug in diesen Läden loswerden. Und dann hätten wir eine Wirtschaft der kurzen Wege und auf der Autobahn würde es tatsächlich nicht mehr so eng zugehen, wie es heute zugeht. Und so ein Dorfladen ist auch wichtig für das Leben auf einem Dorf. Es gibt ja sterbende Dörfer bei uns in der Fläche. Das merkt man daran, zuerst machen immer mehr Wirte zu, dann macht der Laden zu, dann verschwindet die Schule aus dem Dorf, dann werden Kirchengemeinden zusammengelegt und dann ist das Dorf tot. Und dann ziehen die Menschen weg und ziehen in die Stadt. Dann ist es endgültig tot. Und um diesen Trend zu stoppen und umzukehren, ist es wichtig, dass man die Schule im Dorf behält, dass man ein Wirtshaus im Dorf hat, dass man einen Laden im Dorf hat und dass man auch Orte hat, wo sich Menschen treffen und miteinander reden. Und auch deshalb ist ein Dorfladen so strategisch wichtig. Aber sie haben es schwer, auch in Schönberg höre ich, hat es schwer, weil eben auch in Schönberg wieder viele sagen, ja, da kostet es so viel und beim Aldi ist es um 20 Cent billiger, kaufe ich beim Aldi. Und bitte? Sie müssen lauter reden, ich höre Sie nicht und die hier hören Sie auch nicht. Schreiten Sie. Ja, richtig. Ja, Wirtschaft. Ja, Wirtschaft der kurzen Wege. Ja. Gerade für alte Leute ist es auch wichtig, die da nicht mehr darauf angewiesen sind, dass irgendjemand einkauft, sondern die gehen halt in den Dorfladen. Ja. Wichtiger Aspekt finde ich ist auch, dass die Landwirtschaft schuld und die
die Hochschulen, weil da gehen eigentlich die Ausbildung der Bauern los. Ne? Ich bin ja auch in die Landwirtschaftsschule gegangen und die Schulen, die brauchen eigentlich die Bauern lieber. Das muss man einfach so sagen. Ja. Und die Bauern selber sind nicht nur der Verbraucher, sondern es sind auch die Schule. Ja. Jedes Problem, das wir haben, ist immer auch ein Bildungsproblem. Wenn die Menschen wirklich gebildet wären, sie gebildeter wären, als sie sind, würden sie nicht bei Aldi kaufen oder wären bereit, für ein Lebensmittel mehr zu zahlen. Wenn man gebildet ist, die Zusammenhänge durchschaut, ist man dazu bereit. Wenn es an Bildung mangelt, dann greift man zum billigsten Produkt. Vielen Dank, Herr Nürnberger, für diese Lesung und auch für das Buch, das mir meinen Urlaub etwas versüßt hat, zum Teil aber natürlich auch fast verdorben hat. Ich bin Ihnen trotzdem deswegen dankbar, weil Sie dann am Schluss nicht nur auf den Verbraucher oder die Verbraucherin eingehen, sondern auch sagen, und jetzt auch, man muss politisch sein. Also rein in die Parteien, rein in die Institutionen, auch in den Bauernverband, auch in die Industrie- und Handelskammer, in die Handwerkskammer. Und dann dafür sorgen, dass dort eine andere Politik gemacht wird. Weil ich glaube schon, dass wir als Einzelne zwar mit unserem Verhalten sehr viel machen können, aber wer darüber bestimmt, wer welche Steuern zahlt, ob der Herr Lösch hier mit Amazon konkurrieren muss, die Steuerdiebstahl betreiben, das entscheidet eben auch die Politik. Das sind die Rahmenbedingungen, ob hier in der Stadt, ob im Land, ob in der Europäischen Union. Und deswegen vielen Dank für den Appell, politisch zu sein und nicht nur sich ins Private zurückzuziehen und sich eine schöne Küche zu machen und Bio einzukaufen, sondern auch zu schauen, dass das andere machen können. Dafür gibt es Parteien, aber auch Institutionen wie Brot für die Welt, wie Umweltorganisationen und die nächste Demonstration, wo sie alle für mehr Regionalität und gegen die Internationalität demonstrieren können, wie es am 10. Oktober in Berlin gegen Freihandelsabkommen TTIP und CETA, die verhandelt werden und die genau zu dem, was Sie an Schreckensvisionen haben, noch ein Stück weiter beitragen. Dankeschön. Ja, es ist nur wahnsinnig schwer, so das Volk hinzureden, dass sie dann auch tun. Also die Erfahrung habe ich im Wahlkampf gemacht. Da bin ich auf viele Leute gestoßen, die, wenn sie Sportpolitik hörten, abgewogen haben und gesagt, hör auf, alle gleichermaßen unfähig, korrupt und verlogen, hat auch keinen Sinn mit euch. Da habe ich gesagt, ja, schon, aber wenn man das ändern will, dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, wie es zu ändern ist. Und es gibt dafür einen ganz normalen Weg, der im Grundgesetz vorgesehen ist. Man geht dann in die Partei und sorgt dafür, dass eben nicht die Unfähigen und Korrupten an die Macht kommen. Nur das tun sie nicht, die Bundesbürger. Die stehen lieber maulend abseits, aber sind nicht bereit, sich dann zu engagieren. Nur 2% der Wahlberechtigten sind Mitglied einer Partei. Aus diesen 2% wird das also Politikern herausgemändelt, dass dann zur Wahl gestellt wird. Und die übrigen 98% stehen maulend abseits. Darum stimmt auch der Spruch, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Letzte Frage, vorletzte Frage. Früh kam im Falschen Rundfunk der Meldung, dass Buttermilch von Vegetarierinnen so mit Pestiziden versaut ist, dass es 10-mal höher ist als die zulässige Pestizidgehalt im Trinkwasser. Also die Buttermilch ist 10-mal höher belastet als das Trinkwasser. Ja. Ja, natürlich bezahlen wir das alles. Ja. Man könnte auch die Gesundheitskosten senken, wenn wir diese Art Lebensmittel zu produzieren umstellen würden. Denn natürlich verursacht sie wahnsinnig viele Krankheiten. So also viel Bio gibt es ja heute, dass man diese Pestizidfreien. Ja, gibt es nicht, aber man könnte viel mehr machen. Das heißt auch immer, die Fläche in Deutschland würde nicht ausreichen. Ich habe das mal durchgerechnet, grob überschlagen. Also 80%, wir können uns zu 80% versorgen mit Lebensmitteln, wenn wir es biologisch machen würden. Das ginge. Das beweisen die Höfe, die es gibt. Wenn man deren Hektarzahl umrechnet auf die verfügbare Ackerfläche, dann kann man ausrechnen, dass 80% ungefähr hergestellt werden können im eigenen Land. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Du hast ja in einem Buch auch sehr schön beschrieben, dass die Politik natürlich hilfreich wäre, aber selber ist natürlich auch genial daran
gescheitert. Und gleichzeitig sollen Initiativen, ein Beispiel von Herrn Bruck, das wir alle sicher mögen, wir haben ja nicht alles verraten, was hier ist, aber die eigentliche Frage ist, die Initiativen sind toll, die einzelnen Beispiele sind toll, die Frage ist, wie bekomme ich weiter, wenn ich nicht die Politik wähle? Also welche Strukturen hättest du jetzt tatsächlich als Bruck, wie du das vorgeschlagen hast, als Modellregion genommen und gesagt, mit diesem Modell wollen wir etwas machen. Welche Strukturen hättest du versucht aufzubauen, um diese verschiedenen Initiativen zu vernetzen, um daraus mehr zu machen, als dass sie selber funktionieren? Denn das ist, würde ich jetzt zum Beispiel von Initiativkreis Holz aus der Frankenhalb sagen, es ist natürlich schön und toll, dass es es gibt und es ist ein schönes Beispiel, dass wir richtig passieren und richtig entwickeln in die richtige Richtung oder dass sich daraus ein gesamtes Bewusstsein entwickelt. Das schaffen wir offen gestanden nicht, auch wenn wir es dir nicht verraten hätten, bevor du das Buch gedruckt hast. Ja, es ist mir klar, dass es wahnsinnig schwierig ist. Es geht nicht, ohne dass die Bürger mitziehen. Und es geht nicht ohne Organisation und Institution. Also worauf ich, was strategisch auch sehr wichtig ist in dieser Geschichte, sind für mich Genossenschaften. Energiegenossenschaften, Erzeugergenossenschaften. Weil Genossenschaften, auch Genossenschaftsbanken, eine Genossenschaft ist nicht dazu da, um aus Geld mehr Geld zu machen, sondern um mit Geld Probleme zu lösen. Deshalb sind Genossenschaften so wichtig. Und was ebenso als ungeheuer wichtig ist, ist die Bewusstseinsbildung, die Bewusstmachung, und dazu muss man auf die Leute zugehen und muss mit ihnen reden. Und das machen Politiker auch viel zu wenig. Die machen das immer nur vor den Wahlen, machen sie ihre Hausbesuche, dann hört man 4 Jahre nichts mehr, dann kommen sie wieder. Man müsste auch zwischen diesen Wahlperioden, müsste man zu den Politikern gehen, müsste man Hausbesuche machen, was ich auch gemacht habe mit großen Bammeln und dann mit zunehmender Freude, weil ich gemerkt habe, die Leute warten darauf, die freuen sich, wenn man sie besucht. Ich habe gedacht, die werfen mich raus, aber nein. Viele haben mich auf ein Bier hereingebeten und waren froh, dass mal einer kommt und mit ihnen redet. Und das können Politiker machen, das können normale Stadträte machen, das können Gemeindemitglieder machen, das können Kirchengemeinden machen, das können jeder x-beliebige Bürger kann etwas tun und muss sich selber fragen, was sind meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten, wie viel Zeit habe ich und wie könnte ich das einbringen in so eine Geschichte. Und wenn man in einem Landkreis 10% der Bürger hätte, die bereit wären, da kontinuierlich da mitzuarbeiten, dann würde sich dieser Landkreis ändern. Dieses Miteinander reden können wir heute Abend noch wunderbar fortsetzen. Hier unten ist der Büchertisch, da können Sie sich einlegen. Sie können natürlich auch das Buffet noch aufessen und trinken. Christian Nürnberger und Peter Kessler werden oben in der Ausstellung sein und signieren, weil es da ein bisschen ruhiger ist. Und es ist ja noch früh am Abend, wir haben ja noch viel Zeit zum gemeinsamen Reden und ich bedanke mich ganz herzlich für diese abenteuerhafte Anreise, die gerade noch so in letzter Minute geklappt hat. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen und wünsche noch einen wunderschönen Abend und noch lange keinen Heimweg, sondern bleibt noch ein bisschen. Wir machen uns noch mehr schön. Thank you.